Okay. Ich bin aus Hamburg heute zu euch gefahren mit dem Vortragstitel im Gepäck Markenaufbau durch Dialoge. Und ich weiß gar nicht so genau, wo der eigentlich herkommt. Und habe in verschiedenen Punkten eine Herausforderung heute Abend zu meistern, weil einige von euch mich schon mal reden hören haben. Entweder in Real auf der letzten ACAP-Jahrestagung oder den Mitschnitt gesehen haben. Wer von euch hat eins von den beiden schon getan? Das sind doch relativ viele, aber eben nicht alle. Das heißt, es wird für einige Leute komplett neu sein und für andere sind viele Dinge schon bekannt. Wer von euch hat den realen Vortrag gesehen? Das ist also schon ein bisschen länger her immerhin, okay. Was ich da tue, ist auf den ersten Blick nur Getränkeherstellung. Auf den zweiten Blick mache ich sehr viele Dinge anders oder machen wir sehr viele Dinge anders, als normale Wirtschaft sie macht. Und das ist aus vielen verschiedenen Richtungen anschlussfähig offensichtlich. Buchhandel hätte ich nie erwartet. Bei Führungskräften aus der Chemiebranche war ich vor einer Zeit. Im Hackerspace habe ich einen Workshop gemacht gestern Abend und irgendwie wundere ich mich selber immer darüber, wer das alles anschlussfähig findet. Und es ist die Frage eben, von welcher Perspektive wir heute Abend da drauf gucken wollen. Das war die, die wir vorher abgemacht hatten. Wenn wir so viele Marketingleute hier haben, dann kann das vielleicht sogar sinnvoll sein, weil der Geschäftsführer vom Trendbüro sagt, das, was wir tun, ist die zukunftsfähigste Form von Markenführung, die er kennt. Ich weiß nicht, ob er recht hat, aber das hat er zumindest mal gesagt. Und ich bin der Meinung, das ist eigentlich eher sowas wie Markenführung für Feiglinge und Idioten. Und ich bin beides, ich kenne mich da also aus. Die Frage ist, ob wir das aus dem Blickwinkel machen wollen oder ob wir das aus einem anderen Blickwinkel machen wollen. Das ist zumindest sozusagen der zweite Blickwinkel, der möglich ist. Ich versuche an Wirtschaft ranzugehen wie so ein Computerhacker, der so ein vorhandenes System vorfindet und das analysiert und dann irgendwie sagt, das gefällt mir alles nicht und ich will das irgendwie in eine andere Richtung verbiegen. Jetzt kennt ihr aber, oder einige von euch kennen schon den ACAP-Vortrag, das heißt, da wird einiges noch für euch nicht neu sein. Und ich würde gerne so ein Gefühl kriegen, welchen Blickwinkel wir einnehmen wollen heute Abend. Ich bin auf beide vorbereitet. Wer von euch hätte lieber den Blickwinkel in Richtung Markenführung? Das ist der andere. Der andere Blickwinkel wäre das, der Blickwinkel Wirtschaft hacken. Beides gut. Darf ich auswählen oder wie? Ja gut, wenn das so ist, dann wähle ich natürlich das Wirtschaft hacken. Das macht mir mehr Spaß. Das ist das Stichwort. Wer bin ich überhaupt? Meine Rolle in dem ganzen Projekt Premium heißt der zentrale Moderator von offiziell niemand. Es gibt nämlich keinen Angestellten, keinen, der irgendwie offiziell zu diesem Projekt gehört, außer mir als Einzelunternehmer. Aber auf der anderen Sichtweise gibt es 1650 gewerbliche Partner, mit denen das Projekt zusammenarbeitet. Einige 10.000 Endkunden und so weiter. Und die gilt es eben nicht alle zu geschäftsführen, sondern zu moderieren. Also man hört schon raus, da machen wir viele Dinge anders. Und das, was wir da machen, ist alles falsch, sagt so ein BWL-Prof zum Beispiel, wenn ich dem das mal vorstelle. Und andere Profs sagen dann, das ist doch irgendwie richtig, zum Beispiel aus der Nachhaltigkeitsperspektive sehr inspirierend. Oder aus der Gründungsperspektive, Günter Faltin sagt, das sei Pionierarbeit. Und der Nico Pech, da bin ich besonders stolz drauf, der sagt, das sei subversive Ökonomie. Also reingehen in ein System, was nicht optimal funktioniert und die Dinge von innen heraus verändern. Und das ganze Projekt ist an einem ganz kleinen Grundwert aufgehängt. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei der ACAP so gesagt habe. Das geht eigentlich nur um Gleichwertigkeit von Menschen. Und zwar nicht nur, was Geschlecht und Hautfarbe und Herkunft angeht, sondern auch, was die Funktion eines Menschen im Wirtschaftsnetzwerk angeht. Großer Kunde, kleiner Kunde, interner, externer Mitarbeiter, Mitbewerber oder Dienstleister sollte alles irgendwie eine grundsätzliche Gleichwertigkeit haben. Und das ist eigentlich schon so das ganze Geheimnis, könnte man sagen. Und Geheimnis ist das Stichwort. Ich habe ein eigenes WLAN mitgebracht. Das heißt Pirate Box. Da kann man sich einfach einloggen und dann irgendeinen Browser öffnen. Und dann kann man sich die Präsentation darunter laden. Und ein paar Filme und ein paar Texte und einen Vortrag von Nico Pech. Den habe ich da auch raufgeladen. Und dieses WLAN kann aber nur 6 gleichzeitige Benutzer. Also wenn ihr da jetzt nicht gleich reinkommt, dann nicht wundern. Und wer schon drin ist und fertig geladen hat, bitte wieder rausgehen. Okay, mein neues Spielzeug, aber das könnt ihr dann benutzen und könnt euch die Präsentation eben holen. Und ihr könnt natürlich auch was hochladen. Ne? Wenn ihr Musik für mich habt, die ich nachher noch hören soll, dann immer rauf damit. Okay, und extra für Tobi und natürlich für euch habe ich einige Sachen mit eingebaut, die ich definitiv nicht bei der ACAP erzählt habe. Und vielleicht könnt ihr die dann für euch gebrauchen. Das Projekt, die Geschichte muss ich kurz machen, weil einige im Raum das noch nie gehört haben. Oder frage ich mal sich, wer von euch hat noch nie diese Folie gesehen? Hier sind doch noch einige, okay. Mehr als die Hälfte, auch Leute, die bei der ACAP schon waren. Wie kann das denn sein? Okay, also
Das Projekt begann über 14 Jahre in einer Badewanne tatsächlich. Da saß ich und habe meine Lieblingscola getrunken, eine Afri. Und habe irgendwie gemerkt, dass der Geschmack anders war und der Koffeingehalt nicht mehr so wie vorher. Und ich hatte sonst mit Getränken nichts zu tun und war irgendwie nur Afri-Fan und habe gemerkt, warte mal, die haben dich hier verarscht. Die haben den Inhalt heimlich geändert. Und das hat sich für mich angefühlt wie eine Ungleichheit, dass also der Hersteller irgendwas macht und der Konsument wird nicht mal informiert und soll das hinnehmen. Im Hinnehmen bin ich nicht gut, das werdet ihr noch sehen. Also bin ich nach Köln gefahren und habe den Inhaber interviewt und habe von dem erfahren, okay, die Marke ist verkauft worden an die Mineralbrunnen AG. Das ist ein Unternehmen in der Nähe von Stuttgart, eher konventionell mit Mineralwassermarken und seit 150 Jahren, glaube ich, am Markt und so. Und die wollten eben den bekannten, bei Jugendlichen und jüngeren Leuten verbreiteten Markennamen nutzen und mit ihrer Vertriebspower, mit ihrer Vertriebsmannschaft und eben auch mit ihren finanziellen Ressourcen wieder groß aufblasen und da eben Werbekampagne ausrollen, Vertriebsleute nachsetzen und so weiter. Das kann man alles machen. Aber man muss, wenn man die Konsumenten eben, oder man muss, wenn man den Inhalt ändert, muss man die Konsumenten informieren, sonst ist das eine Mogelpackung. Und das war Dezember 99, habe ich das rausgefunden, das hat mich genervt. Bitte nicht von mir stören lassen, einfach verteilen. Darf ich jetzt einfach schreien, ganz kurz? Ja, okay, dann warte ich kurz, kein Thema. Mariniert die Zwiebelknödel? Alter, das ist halt. Der Loch ist doch, dann schrieb er. Super. Irgendein Browser. Aufmachen. Aber wenn ich ihn aufmache, ja. Dann habe ich quasi meine Linksstartseite. Ja, irgendwas antippen, Facebook oder irgendwas. Ach so, egal was. Und dann kommt die Box, wenn sie nicht schon voll ist. Okay. Wir freuen uns schon. Okay, also ich habe mich geärgert und habe gedacht, das kann ja wohl nicht sein, dass die meine Cola heimlich verändern. Und habe überlegt, wie kann ich jetzt da was dagegen tun. Und bin losgefahren, habe Briefe ausgedruckt und habe die in die Briefkästen meiner Freunde geworfen, um irgendwie die Konsumenten zu informieren, um Druck auf diese AG auszuüben. Ja, super Plan, so als Azubi, als Einzelner mit Briefen in die Briefkästen meiner Freunde. So ging natürlich überhaupt nicht. Nach 100 Briefkästen war das dann klar. Aber dann hatte ich einen guten Freund, der Internet konnte, so hieß es damals, also eine Homepage machen und HTML und so. Und dann hat er eine Homepage gemacht, die hieß dann Interessengruppe Premium, weil früher Afri-Cola eben Afri-Cola Premium hieß. Und da habe ich versucht, mit den Möglichkeiten des Marketings, ich war Azubi zum Werbekaufmann, irgendwie damit zu spielen. Also Newsletter verschickt, Bannertausch gab es damals noch und Pressemeldungen und so weiter und irgendwie versucht, da Schwung reinzukriegen. Und das hat relativ gut geklappt. Es gab nämlich, obwohl es Dezember 99 war, ziemlich schnell so 1000 Leute am Tag auf dieser Homepage und 780 Leute in so einem Mailverteiler und irgendwie so eine kleine Community, würde man heute sagen, sodass ich da einen Ansprechpartner bekam bei der Mineralbrunnen AG und mit denen regelmäßig reden durfte. Und jetzt kommt der zweite Teil des Essens. Das ist Kundenservice. Nochmal oben Kartoffeln. Und der Ziegenkäse, Salat. Die Portionen sehen aus wie für drei Leute, oder? Ich denke auch. Portionen sind richtig. Ja, genau. Ich bin jetzt fast froh, dass ich es nicht bestellt habe, weil die Portionen sehen aus, als müsste man drei Leute für eine brauchen. Also okay, zwei Jahre habe ich da mit dieser AG rumgehampelt und gemacht und getan. Und irgendwann haben die eben den Ansprechpartner separat definiert. Der hieß bei denen der Krisenmanager. Das finde ich immer noch toll, weil das zeigt, wo die Machtverhältnisse mittlerweile liegen. Du kannst als Markenverantwortlicher nicht einfach so irgendwas ändern heimlich. Dann kriegst du vom Internet aufs Dach sozusagen, sondern du musst dich dann dem stellen, wenn die Kunden sich da mit einmischen. Und das war so ein früher Vorbote einer Prosumer-Aktion, könnte man sagen. Aber sie war letztlich doch erfolglos, weil Afri-Cola nach zwei Jahren Dialog Afri-Cola Light in einer Plastikflasche rausgebracht hat, ohne ein Wort vorher zu sagen. Das heißt, die haben überhaupt nicht kapiert, dass wir eigentlich nur als Konsumenten eine Augenhöhe haben wollten, bei der Marke und dem Produkt mitreden wollten. Die haben wieder so gemacht. Also eigentlich gescheitert die Aktion. Und dann hatte ich Glück und habe einen Tipp gekriegt, wo das Rezept noch zu haben wäre.
Das ist in der Getränkewelt sehr häufig getrennt. Da gibt es einen Grundstoffinhaber und einen Markenbetreiber. Und das war hier auch so bei Afri. Also konnten wir den Grundstoffbetreiber fragen und konnten so 1000 Flaschen mal produzieren. Was eigentlich nicht geht, weil 50.000 so eine Mindestmenge ist. Aber der Produzent hat halt gesehen, 2 Jahre lang vorher diese Aktion betrieben, wirklich dran geblieben. Also hat er das gemacht mit 1000 Flaschen. Und dann habe ich die Post verschickt an die Leute von der Homepage. Dann waren es nochmal 1000, dann waren es 2000. Dann hatte ich aus Versehen eine Getränkemarke gegründet. Jetzt hatte ich 2 Probleme. Erstens, ich muss das jetzt irgendwie betreiben, also Produktion organisieren, Logistik und Liquidität planen und die Rechtslage einhalten und das Etikett richtig gestalten und lauter so Zeug. Und ich will es noch besser machen, weil ich will auf keinen Fall jetzt zufällig, weil ich das jetzt betreibe, der hier werden, der das bestimmt. Also habe ich jeden Sonntagabend eingeladen in den Pudelclub alle Leute, die nach und nach dazukamen und irgendeine Art von Stakeholder-Rolle haben, hatten, würde man das heute nennen, die habe ich eingeladen, damit wir über alle Fragen, die sich ergeben, so lange reden, bis alle einverstanden sind, damit wir eine Augenhöhe herstellen. Jetzt kommt der dritte Gang. Geröstete Knödel. Mir noch. Okay, bei diesen Pudelclub-Runden saßen dann jeden Sonntagabend so zwischen 2 und 10 Leutchen. Und das waren dann Spediteure, die ersten Endkunden, Gastronomen und so weiter. Alle, die irgendwie eine Art von Funktion hatten. Und dann haben wir so lange geredet, bis alle einverstanden waren mit den Fragen, die sich ergaben, und zwar über alle Fragen. Kalkulation, Gestaltung, Strategie, Kommunikation und so weiter. Wie viele waren am Anfang so da? Zwischen 2 bis 10 Leutchen. So. Klingt trotzdem irgendwie unmöglich, weil das ja teilweise widerstrebende Interessen sind, aber das hat doch irgendwie geklappt. Dazu sage ich noch einiges, warum das geklappt hat. Und ich glaube, wenn man das so macht, dann ist es vergleichbar mit dem Einzug in eine Art WG, könnte man sagen. Da hat man auch eine bestimmte Wohnung mit bestimmten Räumlichkeiten und Gegebenheiten, die erstmal so da sind, die muss man so erstmal so hinnehmen. Und da muss man sich einigen, welche Person in welchen Raum unter welchen Bedingungen einzieht. Normale Wirtschaft wäre, dass das der Inhaber der Wohnung bestimmt. Das ist nicht so demokratisch, ne? Und da ist die Chance auch gering, dass er das so hinkriegt, dass alle zufrieden sind. Bessere Wirtschaft wäre, wir machen Basisdemokratie und stimmen ab und einer wird überstimmt und muss dann in die Zimmer 2 hier einziehen. Das ist schon besser, aber das ist auch nicht optimal, weil der mit Zimmer 2 ist unzufrieden, sitzt in der Küche und mault rum. Also hat man ein nicht so schönes WG-Klima, weil einer immer unzufrieden ist. Und man kann aber, wenn man da neu einzieht, mit allen sich in die Küche hocken und so lange reden, bis man Lösungen gefunden hat, was mit Zimmer 2 ist. Irgendwie Rotation oder Zimmer 1 und 2 werden Pärchen oder irgendwas. Macht man, damit man sich einig wird und alle zufrieden sind mit dem Ergebnis. Und dann hat man ein WG-Klima oder auf Unternehmenssicht übertragen ein Unternehmensklima und Lieferantenklima und Partnerklima, das unschlagbar positiv ist. Und deswegen mache ich das auch mittlerweile häufiger als Workshop. Der nennt sich angewandte Konsensdemokratie und soll genau das vermitteln, dass das möglich ist, solche Lösungen zu finden und dass das besser und sozialer und stabiler ist, als wenn man das eine alleine bestimmt. Wenn man so arbeitet, muss man anders mit Verträgen umgehen, weil die Vereinbarungen, die man so trifft, in der Regel in der Geschäftswelt eine Laufzeit haben. Das ist der Sinn eines Vertrages. Man beschließt was über einen bestimmten Zeitraum und in der Zeit ist es stabil. Jetzt kann es aber sein, dass die Leute in Zimmer 1 und 2 sich irgendwann zerstreiten und sich trennen und dann muss man irgendwie neu reden. Aber geht dann nicht, weil es einen Vertrag gibt, das wäre blöd. Oder es ändert sich eine Rahmenbedingung, vors Haus kommt eine Baustelle und ausgerechnet die Person da oben, die an der Baustelle ist, muss in Ruhe die Masterarbeit fertig schreiben. Und da müsste man eigentlich auch neu reden, aber das geht nicht, weil es gibt einen Vertrag. Also muss man irgendwie das anders lösen und eigentlich auf Verträge verzichten. Und das haben wir vom Gefühl her von Anfang an so gemacht und haben bis heute keinen einzigen schriftlichen Vertrag mit den Beteiligten, sodass man jederzeit Regelungen finden kann, wie man die Dinge organisieren will, aber die haben keine Laufzeit. Das heißt, jeder kann jederzeit die Regelung nochmal rausholen und eine Änderung sich wünschen. Und dadurch klingt das erstmal unmachbar. Das ist ja total instabil, ne? Es kann auch jeder jederzeit gehen, wenn er will. Aber ich glaube, insgesamt betrachtet, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, wird das unschlagbar angenehm und positiv. Und man kann Entscheidungen treffen, die über Jahrzehnte stabil sind, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht wandelt. Und man kann Entscheidungen treffen, die jeden Monat neu rausgeholt werden, wenn sich jeden Monat nun mal irgendwas ändert. Da muss man halt neu reden, damit die Leute zufrieden bleiben. Und das funktioniert. Zwischenfrage. Wie wird es von der anderen Seite aufgenommen? Also die ganzen Händler, haben die am Anfang darauf bestanden, dass oder? Unterschiedlich. Also manche verlangen das automatisch, weil sie es immer verlangen, ja, und sind dann ganz froh, wenn sie das nicht müssen, weil ein Vertrag natürlich auch die andere Seite bindet. Und ich müsste jetzt überlegen, ob es jemand gab, der wirklich unbedingt einen Vertrag wollte. Ist irgendwer abgesprungen? Wir haben 2 Leute in über 12 Jahren von 1650 haben wir mal verloren. Das,
passiert und eine Person ist verstorben. Also das. Ich glaube, wir haben eine sehr geringe Fluktuation und das funktioniert so. Und das finde ich eigentlich, also wenn ich das vortrage, finde ich selber immer erstaunlich, ne, dass man das so machen kann mit eigentlich Geschäftsleuten, ne, gegeneinander und so weiter. Das geht trotzdem. Okay, und diese Entscheidungsprozesse, die wir da machen, die müssen wir uns nochmal kurz genauer angucken. Das heißt Konsensdemokratie und soll hinkriegen, dass nicht alle wirklich ausdrücklich einverstanden sind, sondern dass man irgendwie eine weichere Form findet. Bei uns ist der Ablauf so, dass jeder Beteiligte jedes Thema aufwerfen kann, egal ob es die Person betrifft oder nicht. Und jede Person kann zu jedem Thema auch was sagen, egal ob sie vom Fachgebiet was versteht oder nicht. Und das heißt, dass wir das Fachwissen der Leute mit einbauen, wenn zum Beispiel Logistiker sich zur Logistik äußern. Aber wir bauen auch die kreative, frische Herangehensweise von Laien mit ein, die auf Ideen kommen, auf die Logistiker, die seit 30 Jahren LKW fahren, nicht mehr kommen. Und die Verbindung aus beidem, das ist dann das Corporate User Innovation Management und das End User Innovation Management, das kommt zu besseren Lösungen, glaube ich, als das eine Gruppe alleine könnte oder ein Geschäftsführer alleine könnte. Und das Verfahren ist dann ganz simpel. Jeder kann dazu was sagen. Es wird so lange diskutiert, bis irgendwie alles so grob gesagt ist. Und dann macht eine Person einen Beschlussvorschlag. Meistens mache ich das, aber längst nicht immer. Und dann können die Beteiligten diese 4+1 Haltungen dazu annehmen. Erste Stufe ist klar, ne? Alles grün, super, bin ich voll einverstanden. Zweite Stufe wäre, na, die Farbe gefällt mir nicht, aber ist nicht so wild. Dritte Stufe wäre schon schwerer. Das widerspricht unserer Grundidee der Augenhöhe. Das können wir so nicht lassen. Wir müssen nochmal reden. Und die vierte Stufe wäre, ich mag das Ergebnis zwar nicht, aber es betrifft mich vielleicht nicht oder ich verstehe auch nichts davon, ich ziehe mich zurück und will das Prozess nicht blockieren. Und diese vier Stufen gelten formal immer noch als Einverständnis, sodass der Beschluss erstmal so angenommen werden kann, aber er kann auch jederzeit wieder rausgeholt und neu verhandelt werden. Und das ist ein ganz elegantes, ganz schlankes Verfahren, was in der Regel mit wenigen Tagen Diskussionszeit auskommt, auch bei komplexen Fragen. Und es ist sogar noch seltener, dass wir die fünfte Stufe haben, nämlich ein Veto. Jeder Beteiligte, auch jeder Endkunde, da sind ja auch Endkunden mit drin, könnten theoretisch jede Entscheidung blockieren. Aber das passiert, ein hartes Veto, einmal im Jahr vielleicht. Hast du schon mal eins gesehen? Eins, das wieder zurückgezogen wurde. Ja. Ein wieder zurückgezogenes Veto. Genau, also und du bist jetzt seit 2 Jahren dabei? 3, glaube ich. 3 sogar, also das ist sogar noch seltener. Also das ist irgendwie sehr leicht zu handhaben, so ein Verfahren. Wenn man vorher ein paar Dinge gemacht hat, das erkläre ich gleich. Man muss sich trotzdem darauf vorbereiten, was passiert, wenn jemand sein Veto einlegt. Denn dieses Veto könnte ja die Produktion verhindern zum Beispiel und würde konkret den Lebensunterhalt von einigen tausend Leuten betreffen. Nur weil jemand eine Farbe nicht mag, das dürfte also nicht sein. Also braucht man ein Modul, das sagt, wenn wir uns selber lähmen und nicht produzieren können, dann muss es einen Notausgang geben. In dem Fall heißt der Notausgang, dass ich dann entscheiden darf. Das müsste nicht ich sein, das könnte auch Anne oder könnten Katja sein oder sonst wer, aber es muss diesen Notausgang geben, sonst besteht die Gefahr, dass man so ein Projekt lähmt, weil irgendjemand ein Bild nicht gefällt. Okay, und das gab es in über 12 Jahren 2-mal. Das erste Mal gleich drehte sich das um ein Rückseitenbild. Wir machen so Kunst auf den Rückseiten, ne? Da wurden die uns nicht einig. Und das zweite Bild war ein Text auf der Vorderseite. Also es gab nicht mal einen richtig Geschädigten, der dann irgendwie sein Veto hätte einlegen müssen, sondern wir haben dann einfach dann gesagt, jetzt machen wir einmal ohne Bilder und das zweite Mal, dann machen wir ausnahmsweise mal eine Mehrheitsentscheidung. Und das war okay, das war machbar. Umgekehrt betrachtet haben wir alles andere, Strategie, Kalkulation, Gestaltung und so weiter, alles im Konsens hingekriegt. Und das ist eigentlich, wenn ich das erzähle, finde ich es immer selber noch sehr erstaunlich, dass es geht. Frage dazu? Ja, wer entscheidet, also das entscheidet jeder selber, ob das jetzt ein leichtes Bedenken oder ein schweres Bedenken ist. Also wenn ich jetzt sage, mir gefällt die Farbe nicht oder das Design, könnte ich halt auch sagen, okay, das ist jetzt für mich ein schweres Bedenken, bloß weil das halt rot und nicht grün ist. Oder wird es dann irgendwie, oder kam es, also sind solche Diskussionen eigentlich dann? Das ist nicht so formalisiert. Also man sagt halt was dazu und dann ist aus dem Kontext schon irgendwie deutlich. Aber also jeder die eigene Entscheidung, also wie schwer das für einen ist. Würde ich so sagen. Also angenommen, wir haben das Thema, dass die Gestaltung der Etiketten geändert werden soll. Und der Gestalter, der es seit 12 Jahren macht, der meldet Bedenken an. Dann sind das wahrscheinlich schwere Bedenken. Angenommen, ich melde Bedenken an, ich habe keine Ahnung von Gestaltung, dann ist es vielleicht eher so, dann ziehe ich mich zurück und lasse die machen. So. Also das ist immer so ein bisschen individuell, so ein weiches Verfahren. Es ist sowieso bei uns eigentlich fast nichts wirklich hart definiert, sondern es ist ganz viel Weiches dabei. Du korrigierst mich, wenn ich Unsinn rede. Okay. Hat sich noch sehr nach meinen Erfahrungen. Okay, und das Zweite, was man auch braucht, ist eine Vorbereitung auf Idioten. Die gibt es auch, ganz, ganz selten zwar. So ein 0,5% Idiotenquote, glaube ich, in der Menschheit. Wobei, es gibt NPD-Wähler, da gibt es noch mehr, aber bei uns zumindest. Die wollen dann manchmal nicht lösen. Ne? Die wollen dann irgendwie stressen,
was stören, nur rumtrollen und sowas. Das gibt es auch manchmal, ganz selten, auf die muss man sich auch vorbereiten. Und zwar ganz konkret, wenn jemand versucht, dem Projekt aktiv einen Schaden zuzufügen, also was klaut zum Beispiel oder andere Leute diskriminiert nach ausländischen Vornamen, sowas hatten wir auch einmal, dann muss man diese Person notausschließen können. Und zwar wird dann der Ausschluss quasi als Beschlussvorschlag eingegeben und dieser eine Mensch hat dann mal kein Vetorecht. Das heißt, es muss absolut eindeutig sein, dass das gerechtfertigt ist. Wenn es dieser Person gelingt, eine andere Person zu überzeugen, dass sie das Veto einlegt, dann kann das schon nicht gemacht werden. Das heißt also, ein sehr wirksamer Rauswurfschutz, könnte man sagen. Aber zugleich ist ein Rauswurf dann auch leicht möglich, wenn eindeutig ist, dass diese Person nichts anderes will, als Schaden anzurichten. Und das gab es zweimal in über 12 Jahren. Das funktioniert also. Das kann man so sagen. Da kommt der nächste Gang. Das klang so, ne? Okay, und das machen wir nach über 12 Jahren immer noch so. Und nicht mehr in Offline-Treffen in diesem Pudelclub, sondern in virtueller Form mit einem Mailverteiler, weil die Leute über 200 Städte verteilt sind mittlerweile, mit 1650 gewerblichen Partnern, einigen 10.000 Endkunden. Wir haben 1 Million Flaschen bewegt letztes Jahr, also einige 10.000 Leute trinken die Flaschen und dann 674 Verkaufsstellen nach letzter Zählung, 6 Leute im sogenannten Orga-Team, das könnte man wie so ein Kernteam betrachten und ganz am Ende mich als Hauptverantwortlichen, der immer noch alles alleine bestimmen könnte, aber genau das nicht tut, weil ich den Leuten ja was anderes versprochen habe. Also ich bin sozusagen der Nicht-Geschäftsführer und das ist total großartig, das so zu machen, das erzähle ich noch. Okay, warum klappt bei uns, was bei den Piraten nicht klappt zum Beispiel? Das beobachte ich mit Sorge und mit Bedauern, weil ich auch Pirat war bis vor ein paar Monaten und ich finde das sehr schade, wie das sich da entwickelt hat. Und ich glaube, die haben ein paar Sachen anders gemacht als wir. Das ist auch nicht ganz vergleichbar, ne? Aber ich glaube, dass man so ein paar Sachen machen kann, sage ich mal so rum, damit das gehen kann. Ich glaube, man braucht zentrale Personen oder eine Person, das muss ja nicht nur einer sein, die diesen Restführungsanspruch nicht hat. Fast alle Menschen, die ich kenne, haben das, dass die erstmal im Kollektiv konsens- und lösungsorientiert sein wollen und sobald sie irgendeine Rolle übernehmen, wollen sie doch ein bisschen Rest bestimmen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so, bei fast allen Menschen ist das noch so. Und das darf die Zentrale nicht haben, weil sonst kann das ganze Klima stören, wenn man dann weiß, aha, wenn es drauf ankommt, will er doch selber bestimmen. Das muss also wegfallen. Dann braucht man die andere Seite, man braucht Menschen, die in so ein Gespräch und in so Diskussionen nicht mit dem Anspruch gehen, das wie eine Verhandlung zu sehen, also ihren Bedarf einbringen und durchbringen zu wollen, sondern was Weiches, eine gemeinsame Lösung zu finden, die irgendwie auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist, nämlich Augenhöhe in der Wirtschaft schaffen zum Beispiel. Das muss beides gegeben sein, es bedingt sich auch gegenseitig. Ne? Wenn du nur Idioten hast, die nur verhandeln wollen, dann musst du auch der Geschäftsführer werden wahrscheinlich irgendwann. Und wenn du dich daneben benimmst und immer bestimmen willst, dann hast du auch keine lösungsorientierten Leute mehr. So, das bedingt sich gegenseitig. Und dann muss man das, glaube ich, so ein bisschen über die Zeit denken, dass man das nicht von heute auf morgen mit Tausenden von Leuten machen kann, so wie es die Piraten versucht haben, sondern es muss langsam gehen, mit einer Handvoll an Leuten, die Ergebnisse aufschreiben, als Grundlage verwenden für die Nächsten, die dazukommen. Wieder die Ergebnisse aufschreiben und Schritt für Schritt das aufbauen, damit es immer einen jetzigen, berechenbaren, planbaren Grundlagenstand gibt, mit dem man erstmal arbeitet. Und dann kann das, glaube ich, funktionieren. Das war bei uns auch so, dass wir das über Jahre aufgebaut haben. Und das war, glaube ich, ein Punkt, warum das geklappt hat. Und man braucht auf der anderen Seite auch, glaube ich zumindest, bei den zentralen Funktionen dauerhaft die gleichen Leute, wenn das irgendwie geht. Warum ist das so? Die Piraten wollen zum Beispiel eine Aufgabenrotation haben, um sowas wie informelle Macht zu verhindern. Das kommt aus linken Zusammenhängen auch häufig und das kann ich auch nachvollziehen. Aber das macht es ziemlich unmöglich, wenn man jedes Jahr die Verantwortlichen wechselt, ein langfristiges Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das ist aber die Grundlage, um so arbeiten zu können, wenn du die andere Person einschätzen kannst und weißt, wie die tickst und weißt auch, wie man in der Krise sozusagen sich verhalten kann. Und gerade für Krisen haben wir auch Sachen entwickelt, die ihr vielleicht gebrauchen könnt und auch in Friedenszeiten. Wir haben sozusagen 8+2 Moderationstechniken über die Zeit uns erarbeitet. Vielleicht könnt ihr die irgendwie gebrauchen. Die ersten 8 sind für Friedenszeiten, da ist noch relativ leicht und die 2 sind dann für die Zeiten, wenn es knallt sozusagen. Diese 8 Techniken sind nicht von mir, sondern die hat ein Student analysiert, der als einer von 3 Leuten über uns in Doktorarbeit geschrieben hat. Und der hat unter anderem untersucht, wie wir da eigentlich mit Konflikten umgehen im Sinne von Diskussionen. Das ist hier synonym gebraucht. Und der hat 8 Findings da rausgeholt. Und das erste Finding war, dass wir jetzt nicht unbedingt hart verfasst sind mit einem klaren Code of Conduct, wie wir miteinander reden wollen und was welches Argument in welcher Zuordnung bedeutet, sondern irgendwie so was Grobes, Weiches. Wir haben so eine Grundidee, die wir haben wollen, Augenhöhe und so ganz grob, wo das Projekt hin will.
unseren Grundrespekt vor allen anderen, die andere Bedarf haben als man selber, und wir wollen unterscheiden zwischen dem, was sachlich richtig ist und wem man sozusagen kennt, damit sich keine informellen Netzwerke bilden. Das hat er herausgefunden. Und das ist so ein eher weicher Grund, so eine Grundlage könnte man sagen, ne, wie man damit sowas umgeht. Und dann ist es so, dass wir offensichtlich sehr viel Wert auf Transparenz legen, also nicht irgendwie Gruppen haben, die Entscheidungen vorbereiten und treffen, sondern alles mit allen besprochen werden kann. Das scheint eine Grundlage zu sein, die hilfreich ist. Und dass wir in diese gemeinsame Grundlage aktiv Leute einladen. Also, ich bin der Meinung, das betrifft dich, diese Entscheidung, äußer dich doch mal und sag, was du davon hältst. Oder ich habe eine Theorie, dass du das anders sehen wirst. Äußere dich mal bitte, damit wir das auch mit einbauen können und sowas. Also aktiv das schon reinholen, wo man eigentlich eher denken würde, man macht sich's leicht und wenn der schweigt, ist er selber schuld sozusagen. Aber wir holen das aktiv mit rein, um sozusagen das Ganze mit einzubauen. Das waren die ersten drei. Dann gibt es noch fünf, die wir offensichtlich tun. Und zwar immer wieder in den Formulierungen unterscheiden zwischen das und das ist meine Meinung, meine Sichtweise, wie ich das betrachte. Und das sind die Fakten, um die es hier eigentlich geht. Das muss man ganz klar trennen, das tun wir offensichtlich. Und wenn man das macht, fällt es auch relativ leicht, sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin zwar mit dem Ergebnis jetzt nicht ganz einverstanden, aber ich habe auch nicht die gleiche Meinung, aber ich nehme mich zurück und lasse das mal so stehen, wie wir das jetzt hier sozusagen besprochen haben. Dann ist es so, dass wir offensichtlich nicht völlig grenzenlos sind, sondern irgendwo sozusagen zwar eine sehr späte Grenze haben, aber doch Grenzen von Verhalten, was nicht mehr tolerierbar ist. Und wir hatten zwei längere Diskussionen, die sehr anstrengend waren. Das eine Mal drehte sich um Umweltfragen, wo fast jeder eine Meinung hat und kaum einer eine Ahnung. Und das zweite drehte sich um Sexismusfragen. Furchtbar nervig und anstrengend, über die Definitionsmacht und so weiter. Wichtige Themen, aber furchtbar nervig und anstrengend. So anstrengend, dass zwei Frauen ausgestiegen sind, weil sie davon genervt waren. Aber selbst das war alles noch im Rahmen. Da musste keiner gehen, weil er irgendwie das anstrengend gestaltet hat. Es gab nur einmal den Fall, wo jemand ausländische Kollegen, also Bülent und Emra, im Verteiler gefragt hat nach Familiengröße und Aufenthaltsgenehmigung. Das ist eine Diskriminierung nach den ausländischen Vornamen, das geht überhaupt nicht klar, also ganz klar so von oben herab. Da habe ich dann einmal in über 12 Jahren gesagt, du wirst auf moderiert geschaltet in Mailverteiler, also deine Mails gehen nur durch, wenn Anne oder ich sagen, das ist frei von Diskriminierung, wenn du das nicht lässt. Und das hat gereicht, ich musste es nicht mal tun. Aber das war ganz klar sozusagen die letztmögliche Grenze, an der das gebremst werden musste. Sonst wären nämlich Bülent und Emra gegangen, völlig zu Recht. Und das war also sozusagen, man kann mir auch vorwerfen, dass es zu spät war, aber da war sozusagen, da ist nicht mehr das tolerierbar. Das muss ganz klar sein, da hört es auf. Und natürlich gibt es auch mal Streit. Selten, aber es gibt manchmal so leichte Auseinandersetzungen. Und da haben wir anscheinend so eine Methode gefunden, das mit Witzen zu beheben. Also wenn einer sich aufregt, Miguel zum Beispiel ist ein Freund von mir, der ist dauernd anderer Meinung, das nervt total. Aber der ist super guter Freund, ne? Also keine Frage. Und wenn der wieder rumstenkert, dann meckere ich halt auch so ein bisschen. Ne? Ja, hast du wieder schlecht geschlafen oder diese Woche noch keinen Sex gehabt oder sowas. Ne? So, das darf man dann im Freundschaftsrahmen, darf man das dann auch mal machen. Und sowas löst dann auch jede Spannung irgendwie gleich auf. Ne? Das ist dann irgendwie auf der lockeren Ebene und da ist dann so ein Ventil eingebaut. Und das Ganze, was wir da tun, ein Satz noch, dann bin ich damit durch, ist sozusagen ein Gesamtklima, was wir anscheinend da hinkriegen, durch diese Methoden ein Verhandlungs- oder Gesprächsklima zu haben, in dem das non-violent ist, also in dem es fast immer nur um die Lösung geht und ganz, ganz selten mal irgendwie schief geht. Das war das für Friedenszeiten. Ja, na klar, sicher. Die erste Theorie war ja, dass ihr auch immer aktiv auf die anderen zugeht. Aber das sind ja, wie viele sind es im Verteiler insgesamt? Im Moment sind es um die 100. Und bei denen habt ihr das im Blick, wer da welcher Meinung ist? Also, oder sind das spezielle Leute, die sich hervortun, dass ihr die da auch wirklich ansprechen könnt? Ich glaube, dass fast alles, was wir da tun, zwei Wirkungen hat. Die eine Wirkung ist auf den Menschen, den wir direkt ansprechen. Wenn ich zum Beispiel sage, lieber Miguel, du wirst wahrscheinlich anderer Meinung sein, äußere dich mal bitte, dann hat das auf ihn die konkrete Wirkung, dass er sich vielleicht äußern kann. Es hat aber auf alle anderen auch die Wirkung, dass alle sehen, dass es erwünscht, dass man sich auch mit kontroversen Meinungen dazu äußert. Und ich glaube, deswegen muss man gar nicht jeden Einzelnen da konkret anpieken, sondern es reicht, das exemplarisch zu tun, würde ich so behaupten. Es ist halt auch oft so, dass viele Leute zwar auf der Mailingliste sind, aber die Themen mitkriegen, ne, weil sie einfach dann da sind, aber sich zu vielen einfach nicht äußern, aktiv äußern.
Es sei denn, es betrifft Sie gerade, wie Sie sagen, dazu möchte ich mich äußern. Das ist also schon mal was, man muss nicht sofort auf alles reagieren und Sie jedem dann eine Meinung haben müssen. Ne? Also du musst nicht, wenn was reinkommt, sagen, da muss ich jetzt gleich eine Antwort drauf schreiben oder sowas. Es sei denn, es betrifft dich gerade selber oder du willst etwas. Ne? Aber es ist kein Zwang, dass jeder, der auf dieser Liste steht, sofort immer irgendwas dann interagieren muss. Ne? Du hast diese Möglichkeit. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du nicht in so ein Zwangsverhalten reinkommst und in dieses Druckgefühl dann irgendwie hast. Das ist eben nicht der Fall. Man hat ja auch nicht von jedem Thema eine Ahnung. Ne? Es gibt, hat man gar keine Ahnung vom Thema, dann kann ich mich auch nicht äußern. So. Aber grundsätzlich, also wollte ich nur wissen, dass grundsätzlich eine kleinere Gruppe ist, die sich ja halt doch schon vielleicht länger kennt, wie Geld, wenn er schon länger Freund von ihr ist, dass man dann auch eher mal sagt, oder ihn besser kennt und weiß, er hat eine andere Meinung. Ich meine, man muss jemanden auch einschätzen können. Mhm. Ja, also das ist natürlich ein Faktor, der ist jetzt auch schon sehr lange dabei. Aber wenn jemand 3 Wochen dabei ist und sich 5-mal geäußert hat, dann weißt du halt auch ungefähr, wo er steht. Also es geht auch nicht darum, dass man immer jeden Einzelnen anpiekt, sondern es geht eher darum zu signalisieren, dass es erwünscht ist, dass man sich mit kontroversen Meinungen auch äußert. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist zu der Liste, ne, wo du gerade gemeint hast, also das sind 100 Leute, aber du hast gerade vorhin erzählt, das Unternehmen insgesamt sind also 1200 Leute sozusagen, in dem, was ihr sagt, das ist Community. Mhm. Also wie kommt diese Diskrepanz zustande? Ja, das ist bei uns sehr schwierig zu sagen, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. Ja, genau. Weil wir wollen ja genau das auflösen. Also intern, extern heißt ja sonst, du bist verantwortlich für das, was intern ist, und extern geht dir nichts an sozusagen. Und das soll ja genau aufgelöst werden. Also es gibt sozusagen... Funktioniert das, wenn nur 100 Leute sozusagen auf dieser Mailliste angesprochen werden, aber 1400 Leute nicht? Mhm. Also es gibt sozusagen mehrere Kreise an Leuten, die wir so grob identifizieren. Es gibt einige 10.000 Endkunden erstmal als Grundgesamtheit, die alle mitreden könnten. Es tun aber nur um die 50, also die Hälfte im Mailverteiler sozusagen. Dann gibt es 1650 gewerbliche Partner, die auch alle mitreden könnten. Das tun auch ungefähr 50. Dann gibt es 674 Verkaufsstellen, die auch alle mitreden können. Die sind da schon mit enthalten. Die 6 Leute im Orga-Team und ganz am Ende mich sozusagen. Und das sind so ganz grob die Kreise, wenn man das so sehen will. Und von diesen Leuten könnten alle, aber es tun nur um die 100. Und das ist auch seit Jahren schon konstant. Und könnt ihr das sagen, was für eine Gruppe das am meisten ist von den 100? Also sind das eher die Vertriebler, sind das eher die... Das war mal die Aufteilung, die Grafik ist aber schon ein bisschen älter, also aktuell habe ich da keinen Überblick. Ich weiß grob, dass die Hälfte gewerblich, die Hälfte Endkunden sind, aber genauer habe ich es nicht erfasst aktuell. Genau, weil das ist dann nur die 1650 Leute. Nee, das war jetzt das Kollektiv, die Zusammensetzung, also die Diskussionsliste sozusagen. Aber das sind halt die 100. Ne? Das waren diese grob 100. Da ist auch mal einer, der dann sich ausloggt und dann kommen 2 dazu, also das kann man nie so genau sagen. Verständnisfragen noch zu den Friedensmethoden sozusagen? Dann komme ich zu den 2 Methoden für den Fall, dass es mal knallt. Das gab es auch. Das erste wäre, wenn jemand in so einem Netzwerk nicht mit offenen Händen am Tisch sitzt und lösen will, sondern mit einer Faust seinen Vorteil durchboxen will. Das gibt es ab und zu bei Händlern zum Beispiel, die Rabatte noch verlangen, obwohl sie längst nicht mehr gerechtfertigt sind zum Beispiel. Dann fahre ich in der Regel hin, physisch, oder ich mache das per Mail, so gut ich kann, und lege wirklich beide Hände auf den Tisch. Und sage, ich verstehe die Forderungen nicht, die hier gestellt werden und die Konditionen, das ist mir alles nicht eindeutig. Wir wollen aber lösen, lass uns lösen. Also den Bedarf aufnehmen und darüber sozusagen in einer weichen Form sehr lange reden. Und das mit sehr lange meine ich wörtlich, da vergehen teilweise Monate, die wir über so einen Rabatt reden, obwohl man das in ein paar Tagen auch diskutieren könnte. Und das ist auch wieder mit der Absicht sozusagen, dass alle anderen sehen, dass es einen sehr, sehr großen Raum gibt, auch teilweise abstruse Forderungen zu stellen, dass man nicht gleich abgebügelt wird, sondern es gibt sehr weitreichenden Diskussionsraum und ganz viele offene Hände, um auch der anderen Seite die Gelegenheit zu geben, zu überdenken, ob das wirklich sinnvoll ist, was sie da verlangt. Manchmal ist es so, manchmal auch nicht. Das muss man dann eben gemeinsam rausfinden. Und dann irgendwann ist dann aber eindeutig, auch mit kollektiver Rückkopplung, dass die Person eben nicht lösen will. Das gibt es auch mal. Besteht auf dem Rabatt, ist kommerziell ausgerichtet, das läuft nicht. Und dann hebe ich eine Hand und sage, wir könnten ohne dich arbeiten. Wir haben ja keinen Vertrag, ne, zur Erinnerung. Wir übrigens auch nicht. Also, wir haben eine Alternative, aber wir wollen nach wie vor lösen. Die Hand ist immer noch hier. Lass uns lösen. Und damit kriegt man fast alle. Und ich musste 2-mal beide Hände heben und sagen, wir können nicht miteinander arbeiten. Was du hier verlangst, ist nicht im Verhältnis, das ist überhaupt nicht darstellbar, das können wir nicht bringen. 2-mal in über 12 Jahren von 1650 gewerblichen Partnern. Das funktioniert. Man könnte argumentieren, dass wir dadurch uns mehr Arbeit machen, weil wir viel zu lange diskutieren. Das ist sicher richtig. Man kann argumentieren, dass wir Rabatte bezahlen über Monate, die wir längst nicht mehr zahlen müssten. Das ist auch richtig. Aber die Wirkung auf das Gesamtklima ist im Verhältnis, glaube ich, unschlagbar. Und ich erinnere mich an einen Typen, einen Verteiler in Ostdeutschland, der hat dann
wörtlich rückgemeldet, ich habe in dem Verfahren gelernt, dass ich euch nie wieder Blödsinn erzähle. Weil er hat es natürlich selber gewusst, was er da verlangt. Ne? Er wollte nur seinen Vorteil durchboxen. Und jetzt ist er der treueste Partner von allen und es ist wunderbar, das funktioniert. Okay, die zweite Taktik für Krisenfälle, die würde dann greifen, wenn jemand versucht, in so einem vorhandenen System, einer Kultur, die auf Augenhöhe setzt, sich selber doch nochmal zu erhöhen, indem er das Vierfache von allen anderen als Lohn verlangt zum Beispiel. Das hatten wir. Wir haben einen Einheitslohn, das erkläre ich noch, wie das zustande kommt. Und der wollte das Vierfache von allen anderen haben. Und als er damit nicht durchkam, hat er angefangen, die Leute, die das Veto eingelegt haben, zu beschimpfen. Unter anderem Bülent und Emrah, ne? Dann mich als Arschloch hat er beschimpft und andere diskriminiert und so weiter. Und das war also echt anstrengend. Der hat sich also erhoben, könnte man sagen. Er war nicht der Einzige, aber so ganz grob, Kultur der Augenhöhe, da erhöht sich jemand. Dadurch habe ich drei Möglichkeiten zu antworten. Ich kann mir das gefallen lassen. Ich kann mich auch erhöhen und streiten. Oder ich kann noch mich weiter erhöhen und sagen, ich bin hier der Inhaber, du hältst mal den Mund oder du fliegst raus. Ne? Also nennst den Chef ein Arschloch, in welchem Laden ist das nicht dein Ticket nach draußen so? Das wär möglich gewesen. Das wollte ich aber nicht, weil ich will ja keine so Erhöhung haben. Also hätte ich streiten können. Das habe ich leider manchmal auch gemacht. Das ist mir nicht immer gelungen, das zu vermeiden. Aber eigentlich habe ich es mir in der Mehrzahl der Fälle mir gefallen lassen. Und dadurch hat die andere Seite drei Möglichkeiten. Sie kann einfach weitermachen und diskriminieren und schimpfen und stänkern und so weiter und kann irgendwann lernen, hier bewegt sich gar nichts. Du kommst so nicht weiter. Du musst dich reduzieren auf die Augenhöhe und dann kommst du zur Lösung. Das gab es durchaus ein paar Mal. Dann kann die andere Seite weitermachen, immer weitermachen und von anderen reduziert werden. Wie redest du hier mit den Leuten? Das wollen wir so nicht haben. Reduzier dich mal. Auch das gab es ein paar Mal. Oder sie kann völlig durchdrehen. Das gab es auch mal. Wir hatten eine Person dabei, die war, glaube ich, also psychisch etwas schwierig. Die hat dann irgendwann angefangen, Geld zu nehmen für Jobs und die Jobs nicht zu machen. Und dann konnte man sie halt deswegen rauswerfen. Und in diesem Prozess sind, glaube ich, viele Dinge passiert mit den Beteiligten, die das so mit uns gemacht haben. Aber vor allem haben alle anderen gesehen, im Fall der Krise gibt es trotzdem noch keinen Geschäftsführer. Es wird sich nicht so aufgespielt. Es wird auch fast nicht gestritten, leider fast nicht. Sondern die Grundhaltung wird nicht verraten. Es soll eine Augenhöhe geben. Und das hat das Gesamtklima nochmal bestärkt und nochmal sozusagen dazu geführt, dass das Vertrauensverhältnis insgesamt nochmal stabilisiert wurde. Es wurde auch zurückgemeldet wörtlich. Das heißt, es kann schlau sein, in einer Streitsituation sich nicht zu bewegen und damit der anderen Seite die Möglichkeit zu geben, entweder sich zu reduzieren oder eben voll durchzuknallen und dann weiß man auch, woran man ist sozusagen. Das hat funktioniert. Okay. Wenn man mit solchen Methoden Unternehmen steuert, dann ändert sich natürlich eigentlich alles. Das Erste, was man sichtbar hier hat, ist das Design. Etwas reduziert könnte man es nennen. Wir wollten halt kein aufdringliches Markenlogo haben, was irgendwie die Konsumenten nervt. Und wir wollten das möglichst ökologisch haben, also zwei von drei Etiketten weglassen, Farbe weglassen, Deckelmaterial, eine Ökobilanz gab es mal komplett und solche Sachen. Also möglichst reduziert, das war so das Erste. Dann haben wir überlegt, wie kommen wir jetzt an Kunden, wenn wir uns solche Gedanken über alternative Wirtschaft machen. Und dann habe ich gedacht, man braucht jetzt irgendwie festangestellte Außendienstler mit hässlichen Sakkos und Passat-Kombis. Aber das brauchten wir nicht, weil ziemlich früh Endkunden sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir finden diese freiwillige Augenhöhe so gut, das macht sonst keiner, dass wir losgehen und unsere Lieblingskneipen ansprechen und denen das vorstellen und die überzeugen. Und dadurch gebe ich aus der Marketing-Sicht, habt ihr ja auch die Brille auf wahrscheinlich, erstmal Kontrolle ab. Ne? Ich steuere nicht mehr selber, wo die Verkaufsstellen sind. Das machen die Kunden. Aber dafür kriege ich so viel zurück, nämlich Überzeugungstäter statt bezahlter Standardausnießer, die rumlaufen. Die machen das natürlich nicht professionell, aber die machen das glaubwürdig und anders, weil sie das wollen. Und die kennen sich auch aus in der Stadt. Ne? Welchen Laden gibt es wo, welcher Betreiber tut nur so alternativ und ist es gar nicht und so weiter. Und so kann man dann da einen leichten Einstieg finden. Und in der Regel so 5 Gastronomen überzeugen, mit denen man dann den Händler überzeugen kann, der die beliefert. Und auch das ist sozusagen der gegenteilige Weg, wie normalerweise die Wirtschaft das macht. Normalerweise wird nämlich erst der Großhändler gekauft, mit Geld für Listungsgebühr heißt das, dass man rein darf ins Sortiment. Und dann wird der Händler gekauft mit Listungsgebühr und dann wird der Gastronom gekauft mit Listungsgebühr. Und dadurch werden vorhandene Strukturen, die schon da sind, einfach mal gestört und zerstört auch oft. Und wir machen das halt andersrum, wir ziehen sozusagen von hinten und nehmen die Strukturen, die schon da sind. Okay, und dann kann man mit dem Händler, der dann zugesagt hat in der Regel, muss man dann den Großhändler überzeugen, der den Händler bedient. Und das hat den charmanten Vorteil, dass man das langsam machen kann, Stadt für Stadt. Weil spätestens jetzt, so 3-4 Jahre im Projekt, hätte ich ja mal gründen müssen. Ne? Habe ich irgendwie unterwegs vergessen. Also im Sinne von Businessplan schreiben und zur Bank gehen und Geld leihen oder Crowdfunding, wenn ich modern sein will. Und dann irgendwie, oder Crowd Investing, Crowd Lending, wie auch immer, also
Das ist auch nicht Gold, alles Gold, was glänzt da. Und dann kündige ich meinen Job und gehe mit vollem Risiko in das Unternehmen, ne, und bin jetzt Gründer und so. Und das ist doch eigentlich die dümmste Form, ein Unternehmen zu gründen. Ich bin Feigling, ich will das mit wenig Risiko haben. Also habe ich das langsam gemacht, Schritt für Schritt, neben meinem normalen Job. Und noch eine Stadt und noch eine Stadt. Und dabei sozusagen die Gelegenheit gehabt, über die Zeit, das waren nämlich 7,5 Jahre, bis ich überhaupt einen Anteil pro Flasche bekommen konnte. Und 8,5, bis ich davon leben konnte. Diese Zeit war die Reifezeit für das Projekt. Die Reifezeit für das Kollektiv, das Vertrauensverhältnis, die Beteiligten, die Strukturen, die Kalkulation, die Fähigkeiten der Beteiligten. Das ist doch eigentlich viel sinnvoller, das so zu machen. Und es ist sogar doppelt sinnvoll, weil du dann nicht den Druck von der Bank im Nacken hast und die Raten bedienen musst und die Zinsen auch noch extra verdienen musst. Musst du ja sonst nicht, ne? Musste ich hier zum Beispiel auch nicht. Es ist nicht ein Cent Fremdgeld im Unternehmen, weil das langsam und schrittweise aufgebaut wurde. Manchmal ist es natürlich nervig. Ich weiß noch genau, dass ich mal meinen Drucker verkaufen musste, um Etiketten drucken zu lassen. War ein bisschen doof, weil dann hatte ich zu Hause keinen Drucker mehr. Aber ich wollte es langsam haben und sicher haben. Und ich weiß auch noch, dass ich mal nach Leipzig, Dresden und Magdeburg fahren musste, um neue Händler zu besuchen, die einsteigen wollten. Und ich konnte mir aber die Fahrt nicht leisten. Die 150 Euro für den Sprit. Unternehmerische Denke wäre gewesen, ich gehe ins Risiko, also leih mir das Geld, investiere, fahre dahin und mache einen von den drei Deals klar. Wenn ich das so mache, dann sitze ich im Gespräch hier. Weil ich genau weiß, ich muss einen von den drei Deals klar machen, sonst mache ich Minus. Und das wollte ich nicht. Also habe ich den Händlern gesagt, wartet bitte 3 Monate, bis ich mir die Fahrt leisten kann. Und bin dann hingefahren und saß im Gespräch hier. Und das war ganz geschmeidig. Kleiner Schalter im Kopf, aber es macht einen Riesenunterschied, wenn man eben nicht der hier ist und sich selber auch nicht in die Lage versetzt. Und dann kann man das eben machen, dass man das langsam nebenberuflich aufbaut. Und also auch schon aus der persönlichen Perspektive, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt mehr kann und weiß als vor 12 Jahren. Ne? Und das wäre doch schön blöd, wenn ich das alles am Anfang, wo ich noch gar keine Ahnung habe und kein Netzwerk und keine Ressourcen und so weiter. Also irgendwie Gründung möglichst Slow Entrepreneurship machen. So würde ich das mal ausdrücken. Okay, und dann kann man anfangen, das System zu verbiegen. Dann melden sich die ersten Großhändler und sagen, pass auf, ich hole ja hier aus der Produktion bei Nördlingen 10 Paletten zum Beispiel nach NRW. Und verteile die da und dadurch bin ich für dich ein Großhändler und habe für dich nur einmal den Vorgang des Bestellens, des Aufladens, des Abrechnens verursacht. Das ist effizienter, da gibt es einen Gewinn durch, den will ich haben. Mengenrabatt, ne? Logisch. Steht in jedem BWL-Buch. Das Problem ist nur, da gibt es noch einen versteckten Mengenrabatt, den man erst gar nicht sieht. Nämlich, die Spedition wird auch billiger, wenn sie nicht 10-mal fahren muss. Das dauert einfach nicht so lange und es ist weniger Diesel und so weiter und der Fahrer muss nicht so oft übernachten. Das ist alles logisch. Ist auch sinnvoll an der Stelle, weil ich will ja den Anreiz für die Umwelt da drin haben, dass es gebündelt gefahren wird. Also einmal ist in Ordnung, aber nicht doppelt, ne? Weil wenn der Großhändler 2-mal mehr verdient, dann ist er wieder hier, nur weil er groß ist. Also haben wir das diskutiert und haben gesagt, wir machen also keinen Mengenrabatt. Es wird nie günstiger, egal wie viel man kauft. Wir machen das Gegenteil. Unterhalb von 4 Paletten, nämlich da oben bei diesem grauen Bereich, wo das so ganz doll anfängt weh zu tun von den Kosten her, da geben wir beim Produktpreis was nach, einen Anti-Mengenrabatt und dadurch wird das insgesamt für die kleinen Händler günstiger. Weil der kleine Händler offensichtlich diesen Support braucht, im Gegensatz zum großen. Und dadurch haben wir den Anti-Mengenrabatt erfunden, können einigen Kleinen den Einstieg ermöglichen, die das sonst gar nicht könnten, weil das gar nicht bezahlbar wäre, was für uns aber auch gut ist, dann kommt das Projekt ein bisschen weiter. Und wir haben dann relativ viele kleine Händler, was uns auch nicht so abhängig macht von den großen. Wenn wir 2 große Player im System hätten, dann würden die uns nachher sagen, wo es lange, dann wären wir wieder hier. Und wir können dann an Unis gehen und so einen Antimengenrabatt in der BWL-Vorlesung erzählen. Das macht so Spaß. Das ist so geil. Das ist mein Lieblingsmodul, ne? Merkt man vielleicht. Okay, und dann spätestens muss man sich die Frage stellen, wer kriegt denn dann eigentlich welche Anteile, wenn so eine Flasche verkauft wird? Und das muss dann, in der Getränkewelt muss man das angeblich rechnen nach Hektolitern. 100 Liter mal 0,33 Flaschen mal 24 Flaschen pro Kiste, das kann ich schon gar nicht mehr greifen. Wie viele Flaschen sind das überhaupt? Man kann das auch mit Prozentmargen rechnen, das machen Händler häufig. Was ich auch nicht verstehe, warum hast du mehr Arbeit beim Schleppen einer Kiste, die 5 Euro kostet, als eine Kiste, die 6 Euro kostet? Das ist die gleiche Kiste, die du schleppst, also verstehe ich irgendwie nicht. Und wenn ich das mit den Leuten gemeinsam besprechen und beschließen will, muss ich es greifbar machen. Also haben wir es auf die einzelne Flasche runtergebrochen, oder von Anfang an. Und haben dann gerechnet und haben rausgefunden, okay, da gibt es irgendwie einen Teil für Zutaten. Der ist hier unten mittlerweile bei 8,1 Cent, so ganz grob, so. Und dann kriegt der Abfüller seinen Anteil, 13,4, da zahlt er den Deckel noch davon. Dann ist das Produkt erstmal fertig und nackt und nichts organisiert. Und dann kommt Premium und organisiert, da gibt es 3 Cent für mich, 4 Cent für die sogenannten Sprecher mittlerweile.
1 Cent für Sprecher, die punktuell tätig sind, Buchhaltung 1,5 Cent, 1 Cent für Anne, die Orgelhilfe, CO2-Ausgleich und lauter so Sachen. Und daraus kumuliert dann ein Rampenpreis ab Herstellung, also ab hier, ne, da unten der Punkt. Für den holt der Großhändler zu diesem Preis und verkauft in der Region zu diesem Preis und verkauft, der Händler verkauft dann zu diesem Preis an Gastronomen. Und das ist bis hier mit allen Beteiligten im Konsens besprochen und beschlossen und fest definiert, in Anführungsstrichen fest, weil natürlich immer so ein bisschen Bewegung drin ist. Ne? Also mal haben wir das gehabt, da hatte die Buchhalterin hatte mehr Arbeit, weil der Vorgänger irgendwie Chaos hinterlassen hat, dann musste die halt mehr haben. Und ich hatte auch schon mal 4 Cent statt 3 Cent und so. Dann haben wir gemerkt, wir brauchen weniger Dankeskisten, können wir das reduzieren. Also ein bisschen Bewegung ist da immer drin, aber im Prinzip ist das so einigermaßen fest. Und diese Art zu rechnen hat dann eine ganze Reihe Wirkungen, glaube ich, positive Wirkungen. Obwohl das eigentlich verboten ist, habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Das ist laut Kartellrecht die vertikale Preisbindung. Das darf man nicht. Also wir dürfen unserem Kunden nicht sagen, zu welchem Preis er das weitergeben darf. Aber im Paragraph 2 dahinter steht sofort, das darf man doch, wenn man das zum Wohl der Beteiligten macht. Und wir beschließen das ja mit denen, also ja, dürfte das gegeben sein, aber UVP könnte man machen, Verpreisempfehlung, aber das ist nicht so unverbindlich, wir wollen das ja fair haben für alle. Das heißt natürlich trotzdem, dass jemand mehr Geld abrechnen kann, wenn er auch mehr tut. Also zum Beispiel hier in den 12. Stock schleppen und das kostet dann 2 Euro, das kann man rechtfertigen, gar kein Thema. Aber es muss halt irgendwie nicht intransparent im Produktpreis versteckt sein, sondern es muss separat ausgewiesen sein dann zum Beispiel. Okay, diese Art zu rechnen heißt erstmal, wenn man das mit allen Beteiligten bespricht und beschließt, dass man wieder ein ganz anderes Vertrauensverhältnis hat. Normalerweise ist Wirtschaft eine Blackbox, ne? Bei den Backs hier wisst ihr nicht, wer welchen Anteil kriegt. Das ist hier nicht so, das heißt, es gibt ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Dann ist es so, dass diese Anteile für die Leute erstmal natürlich fixiert sind und bekannt, also planbar und berechenbar. Der Händler weiß genau, was er kriegt, wenn er die Kiste bewegt. Und es ist nicht dauernd irgendwie den Kräften des sogenannten freien Marktes unterworfen und bewegt sich für ihn dauernd, also erstmal berechenbar und planbar. Das ist mit Sicherheit ein Beitrag dafür, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben, von unter 2% auf über 12 Jahre gerechnet. Und die schönsten Sachen finde ich da persönlich die zwei Dinge, die da nicht drin stehen. Werbung wäre so das eine. Normalerweise, also ich habe auch Werbekauf mal gelernt, ich habe das aber schnell verlassen, die Branche, weil ich das überhaupt nicht sinnvoll fand. Normalerweise müsste ich ja dann von euch als Endkunden mehr Geld nehmen als eigentlich erforderlich, um damit die Marketingleute zu bezahlen und die Mediagebühren und alles Mögliche, mit der ich dann Werbung mache und euch auf den Wecker gehe. Ihr arbeitet überwiegend im Marketing hier, ne? Wer von euch mag Werbung als Empfänger oder Empfängerin? Das ist hart, oder? Wer von euch braucht Werbung als Empfänger oder Empfängerin? Bitte? Es traut sich niemand. Es traut sich niemand? Ach, ihr könnt euch doch alles Mögliche hier trauen. Da hinten war eine Hand, sehr gut. Okay. Ich behaupte, ihr braucht keine Werbung, ihr braucht Informationen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Rechner kaufen wollt, dann müsst ihr Zugang zu Informationen haben. Welche Rechner gibt es, was können die, was ist relevant, welche Größen und so weiter. Aber wenn ihr keinen Rechner kaufen wollt, warum sollt ihr auf dem Weg zur Arbeit Rechnerwerbung angucken müssen? Und warum sollt ihr sie bezahlen, wenn ihr dann doch irgendwann einen Rechner kauft? Macht gar keinen Sinn, oder? Und warum soll Werbung sich rausnehmen, den gesellschaftlichen Bedarf nach neuen Rechnern, jedes Jahr ein neues Smartphone, Vodafone könnte ich sie verhauen, warum sollen die den Konsum anheizen? Die wecken Bedürfnisse, wo vorher gar keine da waren. Das verbraucht Ressourcen auf der Welt, die eigentlich besser verwendet werden können, die man sich sparen könnte. Das prägt Geschlechterrollen. Das setzt Leute unter Statusdruck, der völlig überflüssig ist. Und ihr merkt, ich bin ein Werbefeind mittlerweile geworden. Das kann man sich alles sparen. Was man braucht, aus unserer Wahrnehmung, ist sogenannte Pull-Kommunikation. Eine Homepage, wo man freiwillig hingeht und das liest. Dann darf man die auch anbieten, natürlich. Ein Vortrag, wenn ihr mir freiwillig zuhört, dann darf ich reden. Aber sobald wir rausgehen, wird es keinen beklebten LKW geben, keinen Leuchtkastenkühlschrank, keinen Radiospot, keinen Fernsehspot, kein Plakat, nichts. Weil das Belästigung wäre auf eure Kosten. So sehen wir das zumindest. Man kann uns dafür kritisieren, aber so finden wir, dass wir das hier nicht mit einbauen sollten. Werbung fällt weg. Und das Zweite, was hier auch nicht drin steht, werde ich nachher den Weg zur Bahnstation überleben oder werde ich heimlich unterwegs gemeuchelt? Das Zweite, was hier auch nicht drin steht, sind Gewinne. Unternehmen müssen ja Gewinne machen angeblich. Das ist ja auch so ein angebliches Naturgesetz. Und ein Gewinn heißt, dass irgendjemand hier, dem das gehört üblicherweise, mehr verdienen kann, wenn es ihm gelingt, auf die Lieferanten zu drücken, damit die günstiger werden.
Oder irgendjemand hier, dem das gehört typischerweise, Shareholder, Inhaber, könnte mehr verdienen, wenn es ihm gelingt, vom Kunden durch Werbung auf Kosten der Kunden mehr Geld zu verlangen, als eigentlich nötig. Das geht in der normalen Wirtschaft. Und das sind Anreize, ahnt ihr schon, die ich nicht haben will. Ich tick eh nicht so, ne? Aber ich will den Anreiz auch loswerden. Ich will nicht mehr verdienen können, wenn es mir gelingt, den Spediteur zu drücken. Das darf gar nicht möglich sein. Deswegen haben wir es rausgeschmissen. Es gibt keine Gewinne. Es gibt für alle Beteiligten feste Anteile. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie ich auf Dauer mehr verdienen könnte, wäre, mehr Flaschen zu bewegen. Aber nicht mit Werbung, sondern mit Überzeugung der ganzen Beteiligten, die das mitmachen und so überzeugend, dass sie mit diesen Anteilen auch zufrieden sind und so überzeugend, dass sie freiwillig bleiben, weil es keinen Vertrag gibt. Dummerweise geht auch das nicht, weil wir einen Einheitslohn haben, weil wir nämlich finden, dass jede Funktion, jede Person eine Gleichwertigkeit haben sollte. Also gibt es die gleichen 15 Euro pro Stunde brutto für die Buchhalterin und den LKW-Fahrer, den wir direkt bezahlen, und mich und alle möglichen Leute und Programmierer und so weiter, weil das irgendwie eine Gleichwertigkeit sein sollte. Das ist das Ergebnis eines sehr umfangreichen wissenschaftlichen Projektes mit 32 Lohnfaktoren in 4 Gruppen. Wäre ein eigener Vortrag dazu. Und als Ergebnis kam raus, eigentlich wollen wir einen Einheitslohn haben, weil jeder für sich, für seine eigene Rolle irgendwas hat, wo er mehr haben will. Ne? Der eine hat einen anstrengenden Job, der andere braucht mehr, der dritte hat einen verantwortungsvollen Job, der vierte hat einen langweiligen Job, das muss auch irgendwie kompensiert werden. Und irgendwie, ne, so, und irgendwie kommen wir dann irgendwie raus, dass wir einen ausreichend hohen, gleichen Lohn für alle haben wollen. Mit 2 Ausnahmen, das ist ganz frisch beschlossen. Wenn jemand Kinder hat, ist der Bedarf natürlich höher, da muss es mehr geben. Und wenn jemand eine Behinderung hat, dann ist der Bedarf natürlich auch höher. Das ist alles. Das heißt, Lohnfortzahlung und Krankheitsfall gibt es natürlich auch bei uns. Obwohl wir Freiberufler haben. Das ist eigentlich sogar verboten in Deutschland, machen wir trotzdem, also bitte nicht weitersagen. Aber das gibt es natürlich auch für die Leute, die regelmäßige Aufgaben haben und mal krank sind, gibt es die gleichen Flaschenanteile weiterhin, auch wenn sie mal krank sind. Krank ist halt krank, da kann keiner was dafür. Also muss man halt weiterzahlen. Okay, das heißt, der Unternehmenszweck ist nicht mehr der Gewinn, ne? Was denn dann? Ich glaube, ja, natürlich. Sehr gute Frage. Ja, noch eine gute Frage. Also zwei gute Fragen. Wenn es keine Gewinne gibt, gibt es auch keine Rücklagen, war die erste Frage. Und was ist, wenn trotzdem was überbleibt, obwohl wir das gar nicht wollten? Die erste Frage, ich hoffe, wir sind nicht doof und kalkulieren natürlich nicht alles exakt auf Null. Weil wenn dann irgendwas schief geht, wären wir im Minus. Wir haben 1 Cent pro Flasche als Krisenrücklage. Für den Fall, dass wir mal einen Rechtsstreit hätten. Wir hatten bisher nicht einen einzigen zum Glück. Für den Fall, dass wir Leergut kaufen müssen. Für den Fall, dass ein Spediteur einen Unfall baut, wir die Ware zwischenfinanzieren müssen, irgendwas passiert oder irgendein Händler lässt uns hängen und zahlt nicht über Monate. Das gab es auch schon mal. Brauchen wir natürlich eine Rücklage. Wir sind dann hoffentlich nicht doof. Aber diese Rücklage darf nicht, wenn sie nicht ausgeschöpft wird, an eine Person fließen. Das ist ja sonst üblicherweise so, ne? Dass dann der Inhaber das kriegt, wenn es nicht gebraucht wird. Sondern es muss dezidiert eine Rücklage sein, die nur dafür da ist. Und das Zweite, was passiert, wenn es trotzdem zu viel Geld reinkommt? Das hatten wir tatsächlich, und zwar insgesamt 4-mal in über 12 Jahren. Und da haben wir halt 4-mal den Preis gesenkt. Man könnte jetzt argumentieren, dass das bescheuert war, weil das niemand verlangt hat. Ne? Jetzt hatten wir zum 01.01.2013 das Problem, dass Zucker und Koffein gleichzeitig im Preis gestiegen sind, sodass wir nicht mehr klarkamen und wir mussten erhöhen. Was meint ihr, wie viele Kunden wir verloren haben durch die Erhöhung? 0, weil alle gesehen haben, vorher 4-mal freiwillig gesenkt, ohne dass es nötig war. Wir haben nicht einen einzigen Kunden verloren. Man könnte also sagen, wir haben nicht den Preis freiwillig gesenkt, wir haben in die Resilienz und Stabilität des Systems investiert. Könnte man auch so sehen. So sehe ich das zumindest. Fragen noch dazu? Was habt ihr für Gesellschaftsform? Das wissen wir selber nicht so genau. Auch das ist ein bisschen im Fluss. Also im Moment ist die Situation die, dass wir 3 Unternehmen haben, die sich für diesem Kollektiv als zugehörig befinden, also 3 Getränkehersteller. Ich bin der älteste und größte, also Premium, Cola und Bier und die Kaffees, die sind offiziell meine und ich bin Einzelunternehmer und kaufe und verkaufe Getränke, das glaubt das Finanzamt. Dann gibt es noch Frohlunder und Muntermate aus Freiburg, die sind OG und KKG. Die wollten das halt möglichst ohne Haftung haben, was ich nicht sinnvoll finde, aber das wollten die so haben. Die sind auch im Netzwerk mit drin. Und dann gibt es Kollemate aus Dresden, die sind eine GmbH. Und die sind irgendwie unter einem gemeinsamen ideellen Dach, was wir Premium-Betriebssystem nennen. Das erkläre ich noch, was das ist.
Und das haben wir uns ein bisschen abgeguckt vom Mietshäuser-Syndikat. Die haben nämlich auch immer so einen Dachverein, der selber nicht wirtschaftlich tätig ist und in dem dann die einzelnen Häuser als GmbHs Mitglied werden. Was bedeutet, dass die jeweils für sich so eine gewisse Autonomie haben, trotzdem sich unter dem Dach einfinden und wenn ein Haus mal pleite geht, ist nicht gleich das ganze Dach hinüber. Also man könnte sagen, auch hier eine relativ resiliente Struktur, die wir nur noch in irgendeinen Verein gießen müssen. Das ist schon beschlossen, muss nur einer machen. Also für ein Finanzamt gegenüber selbstständig? Ich bin selbstständig, genau. Ich kaufe und verkaufe Getränke, aber ich bin nicht der Einzige, es sind auch andere. Die sind auch alle selbstständig, genau. Die sind Freiberufler, ich sehe so einen kritischen Blick dabei. Und frei hat bei uns tatsächlich den, also es gibt trotz dieser Freiberuflichkeit, gibt es Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, gibt es einen festen Anteil pro Produkt und nicht nach Auftrag oder irgendwie nach Stunden. Und es gibt die Freiheit im wahren Wortsinn, dass die Leute ihren Arbeitsort, ihre Zeit und so weiter und auch die Art und Weise zum gewissen Grad frei bestimmen können. Die Buchhalterin hat zum Beispiel ein halbes Jahr aus Brasilien gearbeitet, weil sie Bock dazu hatte. Und ich finde das total super, dass ich ihr das ermöglichen kann. Und auch wenn sie da krank war, natürlich den Lohn weitergezahlt hat. Also man kann auch ohne dieses formale Dach, kann man so ein Sicherungssystem einbauen und kann trotzdem die Freiheit bewahren. Man kann das auch kritisieren, ne? Absolut. Also man kann auch sagen, wir müssen Festanstellungen machen. Nur Festanstellung heißt, dass die Katja dann zum Beispiel von mir als weisungsgebundene, abhängig Beschäftigte tätig wäre. Und ich wäre der Weisungsberechtigte, ich wäre sogar der Weisungsverpflichtete. Das will ich aber gar nicht. Ich will eine Kultur der Augenhöhe haben, also will ich gar keine Angestellten haben. Man kann es kritisieren, ne? Wie gesagt. Also gibt es verschiedene Perspektiven darauf. Ja? Was ist mit den ganzen Sozialversicherungszeugen? Machen die das dann alle selber? Genau. Der Lohn ist ausreichend, offensichtlich, um das zu tun und zusätzlich noch ein Haus abzuzahlen. Eine von den Orga-Leuten hat gerade angefangen, ein Haus abzuzahlen mit diesem Lohn. 15 Euro als Selbstständiger. Ich wundere mich auch ein bisschen. Also ich persönlich finde mich reich mit den 15 Euro. Wobei ich noch nicht angefangen habe, ein Haus abzuzahlen, aber ich zahle auch eine hohe Miete. Und wenn man nicht eine S-Klasse haben will unbedingt, ich glaube dann, also mit 2.500 im Monat, kann das gehen, glaube ich. Ich könnte auch mehr verdienen woanders, ne? Aber ich glaube, das ist irgendwie eine andere Art von Wirtschaft. Ich habe nochmal eine Frage zu der Preissenkung. Also 12 Jahre, dreimal ist alle, oder viermal, glaube ich, also alle 3 Jahre. Das heißt relativ regelmäßig. Nicht direkt. Ja, aber das ist schon also so selten. Ne? Und dann sagst du, also dann wird sozusagen von der Rücklage, dann nimmt jeder einen Lohnverzicht also in Kauf. Also der Preis wird gesenkt pro Flasche. Also das heißt, der Oberste, der Gastronom, der verdient nicht 62 Cent, sondern dann halt dementsprechend weniger. Nee. Und dementsprechend. Also wäre die Logik, aber dann kannst du mal erklären. Also ja, gut. Also weil dann ist das so, dass ja jeder eigentlich auch einen Lohnverzicht in Kauf nehmen müsste, ne? Wenn sozusagen dieser Deckel da gesenkt wird. Also wenn aber der Deckel von 62 auf 60 geht. Nee, das war nicht ganz so. Also wenn ich von Preissenkung rede, dann rede ich von dem Teil, den wir hier direkt administrieren können, dieser hier. Okay, also da nimmt ihr einen Lohnverzicht in Kauf. Verstehe ich nicht ganz. Die machen das nur, wenn sie mehr Gewinn haben. Genau. Ist ja schon Fragen mal. Genau, okay, aber dann habt ihr sozusagen mehr, dann würdet ihr mehr verdienen. Richtig. Weil ihr mehr Gewinn habt. Okay, das meinst du. Aber freiwillig sozusagen, wir wollen aber nicht mehr, also du machst 0,3. Mhm, ja, genau. Und dann insgesamt 0,4 und sagst du, ja, ich mache jetzt 0,33, also 10% mehr. Und dann wird im nächsten Jahr sozusagen darauf verzichtet. Auf diesen Gewinn. Also der Verzicht, den du meinst, ist, ich könnte bei meinen 4 Cent bleiben und hätte dann nicht mehr 15 Euro, sondern 20 Euro die Stunde. Genau. Und auf die 5 mehr verzichte ich. Das ist richtig. Genau, also genau. Ein Jahr mehr und im nächsten Jahr sagst du freiwillig und alle anderen auch. Also da verzichtet man drauf sozusagen. Das wird nicht ein Jahr mehr, sondern das wird von vornherein gar nicht ausgezahlt. Also wir haben diesen Einheitslohn, der soll sozusagen für alle gelten. Es gibt so eine Jahres-Excel-Tabelle, wo alle Zahlungen und Flaschenzahlen sich wiederfinden. Das schwankt immer so ein bisschen übers Jahr, je nach Wetter und so weiter. Und quer durch sozusagen soll das 15 Euro für alle ergeben. Ich glaube, du musst das nicht missverstanden, es gibt keine Prozentlösung. Das sind echte Zahlen. Naja, ist mir schon klar. Ja. Wenn mehr Gewinn ist, dann ist ja auch irgendwie, da könnte ja jeder auch nicht sagen 15 Euro, sondern 20, ja, wie du es gemeint hast. Also, wobei, es gibt es schon. Wir hatten zum Beispiel mal... Das muss sein, der Gewinn, ne? Ja. Also wir hatten zum Beispiel eine Zeit lang hatten wir 13 Euro Stundenlohn und dann haben wir auch festgestellt, es ist eigentlich Platz für mehr und haben argumentiert, 13 ist doch ein bisschen eng, lass uns mal auf 15 gehen zum Beispiel.
Und ich vermute auch, also dieses Projekt der faire Löhne heißt das, das wird auch noch ein bisschen weitergehen. Meine Prognose ist, so 16, 17 Euro werden wir noch erreichen und dann wird es aber auch ausreichend sein, vermute ich mal. Aber das muss man dann gucken, das entscheide ich ja nicht alleine. Wir kommen so langsam in so einen Diskussionsmodus. Ich habe aber noch einige Folien für euch. Ich würde vorschlagen, dass ich weitermache. Verständnisfragen natürlich gern und diskutieren dann am Schluss, wenn das für euch okay ist. Okay. Wir waren bei der Unternehmensaufgabe. Die Unternehmensaufgabe ist nicht, den Gewinn zu steigern, sondern genau das nicht zu tun, sondern die Unternehmensaufgabe ist, Unternehmen anders zu betrachten oder anders zu denken. Offiziell bin ich hier, habe eine Getränkemarke, die mir gehört und sonst nichts. Das heißt fast nichts. Es gibt zwei Anlagevermögensgegenstände in der Buchhaltung. Das ist mein Notebook und mein Telefon. Ansonsten habe ich keine Ressourcen, also keine Lagerhalle, keine Maschinen und nichts. Und ich habe aber das Recht, Premium-Cola zu produzieren und kaufe sozusagen die fertigen Flaschen nach meinen Vorgaben bei dem Cola-Abfüller und das Bier beim Bierbrauer und beim Bierabfüller und die natürlich die Vorlieferanten und so weiter, die sind hier. Und dann kaufe ich die Flaschen und liefere sie mit Speditionen an Großhändler, habt ihr schon gesehen in der Region, die liefern sie an Händler vor Ort und die verkaufen sie an Gastronomen. Und da kauft ihr dann in der Regel oder auch vom Händler. Und einige von euch werden zu Sprechern, wie der Tobi, denen wollen wir Anteile abgeben, also brauchen wir hier so eine Buchhaltung, die das rechnet. Und eine Steuerberatung, die das prüft und ein Programmierer für die Homepage und eine Zollagentur für die Schweiz und andere Hersteller und so weiter. Wo ist jetzt die Firma? Ne? Kann man jetzt gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist genau der Schlüssel, den wir versuchen müssen zu machen. Also nicht mehr zu denken, das hier ist intern, das gehört uns oder mir, dafür bin ich verantwortlich, alles andere ist extern, sondern im Gegenteil. Alle einladen, auf die irgendeine Art von Auswirkung besteht und so lange reden, bis alle einverstanden sind, wie das Ganze läuft. Und das so gut hinkriegen, dass sie freiwillig bleiben, weil es keinen Vertrag gibt. Und dann habe ich bewiesen, dass das geht, dass man so arbeiten kann, weil das ist ja eigentlich eine Funktion, die es vorher gar nicht gab. Ne? Diese Zusammenhänge sind sonst irgendwie vom freien Markt geregelt, mit einer gesetzlichen Grundlage und das war's. Aber das kostet ja mehr. Ich koste ja 3 Cent pro Flasche. Ne? Man könnte mich also einsparen. Das hat noch nie jemand vorgeschlagen. Ist also offensichtlich erwünscht, dass sich jemand diese Stakeholder-Relationen, könnte man das nennen, auf den Radar holt und besser moderiert und ausbalanciert, als das die normale Wirtschaft alleine tut. Und das ist dann auch die Unternehmensaufgabe. Ich bin kein Getränkehersteller mehr, ich habe ja keine Getränkeherstellung, sondern ich bin der zentrale Moderator. Davon kann man leben. Irre, oder? Ich finde das selber immer noch total irre, wenn ich das erzähle. Okay. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, offiziell gehört mir die Marke Premium Cola und Premium Bier. Ich habe also noch so einen Rest Bestimmungsgewalt, könnte man sagen. Ich könnte also morgen alle Etiketten lila machen und meinen Anteil verdreifachen. Das könnte mir keiner verbieten formal. Aber wenn ich das mache, dann rennt der Tobi weg. Und andere Leute mit Sicherheit auch. Also habe ich das Entscheidende am Eigentum, nämlich die Verfügungsmacht, abgegeben. Das hier ist mein Notebook. Ne? Da entscheide ich, welches Linux da drauf ist und welche Verschlüsselungstechniken und welcher Aufkleber hier drauf ist und so weiter, weil es mein Notebook ist. Premium ist auch meins, aber da geht das nicht mehr. Wenn ich das mache, dann, wenn ich da durchdrehe, dann rennen die Leute weg. Also gehört mir das eigentlich gar nicht mehr selber. Wo ist jetzt das Unternehmen? Ich habe ehrlich gesagt auch lange gegrübelt und fand das ziemlich beängstigend, als ich verstanden habe, dass ich das gar nicht mehr selber im Griff habe. Beziehungsweise nur über diese Moderation, wenn ich das schaffe, dass der Tobi zufrieden ist, dann machen wir das weiterhin zusammen. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn mir das eigentlich gar nicht mehr gehört, dann kann ich es ja auch verschenken. Ne? Also nicht die Cola, sondern diese Art und Weise, wie das Ganze betrieben wird. Und dann habe ich angefangen aufzuschreiben. Konsensdemokratie, Anti-Mengenrabatt, feste Anteile für alle, keine Gewinne, keine Werbung und so weiter und so weiter. Und habe das gruppiert in so 3 Bereiche der Nachhaltigkeit. Das war gar nicht geplant, aber hat sich so ergeben. Mit einem extra Bereich Eigenschutz brauchen wir anders als normale Unternehmen. Und einen Bereich Transfer, nämlich das freiwillige Teilen und Rausgeben. Die Marketingleute unter euch kennen den Begriff USP, die Unique Selling Proposition, das Alleinstellungsmerkmal. Warum existiert der Laden? Was kann der besser als andere? Das ist das hier, weil Cola und Bier und Kaffee und Limos können andere auch. Das ist der Grund, warum das existiert. Das müsste ich eigentlich aufschreiben, ja, aber dann irgendwo einschließen in den Safe und niemand verraten. Und ich habe es trotzdem rausgetan unter einer CC-Lizenz hier oben. Sieht man das? Also kostenlos kopierbar. Bitte sagen, wo du es her hast und wenn du es weitergibst, die gleichen Bedingungen behalten. Ganz oder teilweise kopieren. In der Hoffnung, dass andere das übernehmen. Und das hat ganz gut funktioniert. Das ist nämlich die Liste der Partnermarken und Partnerunternehmen, die es gemacht haben. Linke Seite sind direkte Kooperationspartner, Teile des Netzwerks, könnte man sagen.
in absteigender Reihenfolge. Also die haben fast alles übernommen, die nicht mehr ganz so viel und immer weniger. Und hier ist ein Gastronom in Nürnberg, der also mit Anlagen und Räumlichkeiten und sowas arbeiten muss, also schon leicht anders. Und rechte Seite sind so lockere Kooperationspartner, mit denen wir so gemeinsam Logistik machen, Informationen tauschen und sowas. Und da ist ganz unten ein Zahnbürstenhersteller, also der erste branchenfremde Transfer. Der hat auch schon geklappt. Und aktuell gibt es einen großen deutschen Autohersteller, den ich in München getroffen habe, aber der ist nicht aus München, der sich dabei beraten lassen will, sowas anzuwenden. Also werde ich jetzt Unternehmensberater, so total irre. Und das, was hier passiert, ist aus mehreren Ecken, glaube ich, irgendwie interessant. Zum einen ist es das freiwillige Teilen von über 12 Jahre erarbeiteten Best-Practice-Methoden, damit andere das kostenlos übernehmen können. Das könnte man als irgendwie bescheuert bezeichnen, aber ich glaube, dadurch werden die ja zu Partnern und nicht zu Konkurrenten. Dann ist es so, dass ich einigen von denen bei der Gründung geholfen habe, insgesamt 8. Und das habe ich auch noch umsonst gemacht, weil ich wollte, dass die zu Partnern werden, wenn sie dann überleben, und nicht zu Gegnern, wenn sie überleben. Auch das geht also. Man kann seiner Konkurrenz beim Gründen helfen und das lohnt sich insgesamt. Unter anderem, weil der Markt groß genug ist. Wir haben 2 Promille Marktanteil, da ist genug Platz für alle möglichen Kleinen. Und wir sind dann auch die Guten, die freiwillig helfen sozusagen, also Markenaufbau aus der Ecke. Und die erzählen natürlich auch drüber. Wenn jetzt hier zum Beispiel Kollemart den Vortrag in Dresden halten, dann natürlich erzählen die darüber, wie die gegründet haben und dass das tolle Hilfe war und so weiter. Das lädt alles auf diesen Glaubwürdigkeitsaspekt. Und letztlich ist es auch eine Methode, um sich das Leben leichter zu machen. Gemeinsam Kisten kaufen, gemeinsam Logistik machen, Informationen tauschen über Händler, die irgendwie nicht ganz so doll ticken wie wir und so. Also das macht es irgendwie viel angenehmer, auch Wettbewerb anders zu denken und als Miteinander zu sehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt einen Hamburger Cola-Hersteller, der seit Jahren auf unsere Kunden schießt. Der bietet denen Bargeld, damit sie wechseln. Das nervt total. Das ist also auch verboten. Das darf man nicht machen. Mit dem sind wir natürlich nicht nett. Da teilen wir auch nichts mit denen, sondern im Gegenteil, wir veröffentlichen das jedes Mal, wenn die sowas machen. Aber mit allen anderen kann man das auch auf nett machen. Der Markt ist groß genug. Es gibt keinen Grund, sich da zu stressen. Und ich glaube, insgesamt betrachtet, da bin ich so ein bisschen so ein Romantiker, die Welt könnte eine wesentlich angenehmere sein, wenn alle sich bemühen würden, mehr miteinander zu machen. Wie viel Energie in der Wirtschaftswelt zumindest verheizt wird durch Gegeneinander, ist unfassbar. Steht in keinem Verhältnis, ist furchtbar nervig und ich habe da keine Lust zu, ich will das anders machen. Okay, damit biege ich auf die Zielgerade so langsam ein. Das ist unsere Verbreitungskarte. Deutschland, Schweiz, Österreich. OpenStreetMaps übrigens, das sind so Feinheiten, die man dann machen kann. Und nicht Google. Und das ist nur Deutschland, Schweiz, Österreich aus 2 Gründen. Erstens machen wir relativ viel mit Sprache. Wir brauchen also die gleiche Sprachebene, um reden zu können. Und wir haben mal eine Ökobilanz uns geleistet, die unter anderem herausgefunden hat, dass wir maximal 600 Kilometer fahren sollten um den Abfüllort mit Glas Mehrweg und nicht länger, weil ab dann Plastik ökologisch sinnvoller wäre für die Gesamtbetrachtung. Fürs Produkt aber nicht. Da gehen so weibliche Hormone ins Getränk über. Das will man vielleicht nicht unbedingt haben. Also lassen wir das lieber sein, Plastik. Und machen nur Glas. Wusstet ihr das nicht? Ja. Nee, aber ich hätte, also, wer sie haben will, okay, aber, okay. Und das Projekt wächst auch immer noch so ein bisschen, ne? Das, obwohl wir bis heute niemanden haben, der sich um den Verkauf kümmert, bis auf die sogenannten Sprecher. Und dieses Sprechermodell hat durchaus Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Das sind jetzt keine zuverlässigen Leute in der Regel. Also es gibt eher wenige, die sich zuverlässig kümmern. Und trotzdem wächst das Projekt jedes Jahr. Und das könnte man gut finden, aber das war überhaupt nicht gut, weil wir mal pleite waren hier. Weil es zu schnell gewachsen ist. Das Problem ist nämlich, dass wir gerne die Rechnung an die Lieferanten spätestens nach 2 Tagen bezahlen wollen. Oder bei der Cola-Produktion sogar im Voraus, weil der Abfüller das braucht. Und dann wird produziert und dann wird eingelagert und abgeholt nach und nach und berechnet und bezahlt. Und da vergehen im Schnitt 59 Tage. Und nach 20 Tagen müssen wir nachproduzieren, weil wir sonst keine Cola mehr haben. Und nach 40 Tagen auch und nach 60 Tagen auch. Und dann kommt dann erst Geld rein, dann geht das wieder. Und wenn wir aber Frühling haben und es mehr wird von den Mengen her und dann noch neue Händler kommen, dann wird das so viel an Menge, dass wir das nicht finanzieren können. Und dann geht man zur Bank, ne? Mit den Folien, holt sich einen Kredit. Und dann macht man das weiter mit dem Wachstum. Und dann habe ich wieder den Druck im Nacken. Dann muss ich verkaufen. Und muss Druck auf die Lieferanten ausüben, damit wir... Und muss Tobi drängeln, dass er mehr verkaufen muss und sowas. Und
Und ich muss dann auch noch in diese Flaschenkalkulation Zinsen einrechnen. Ne? Für Leute, die nichts machen, sondern nur Geld haben schon. Irgendwie haben wir das nicht gemacht und haben stattdessen das Wachstum gebremst. Wenn uns das zu schnell wird, dann bitten wir die Händler, dass sie warten, die neuen. Das ist gar kein Problem, das kann man machen. Und die Krise haben wir übrigens überstanden, weil ich wieder in Mailverteiler geschrieben habe, so hey, wir sind leider pleite, weil wir nicht nachgedacht haben. Was machen wir jetzt? Und da haben Großhändler angerufen, haben freiwillig früher bezahlt. Wie ist es in eurer Branche? Ein großer... Nee, ne? Also in der Getränkewelt sonst auch nicht, kann ich euch sagen. Und das hat uns gerettet, dass wir seit Jahren gepredigt haben, dass die nicht extern sind. Ne? Wir fühlen uns mitverantwortlich, wenn bei den Händlern eine Palette umfällt zum Beispiel. Dann bieten wir an, dass wir ein Drittel des Schadens tragen, weil wir selber kein Lager haben. Ne? Wir ziehen uns aus dem Risiko raus, aber es ist trotzdem was Gemeinsames. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder wir bieten zum Beispiel an, dass wir die Rechnung bezahlen, wenn ein Gastronom den Händler nicht bezahlt. Also drei Kettenglieder hinter uns, geht uns formal überhaupt nichts an. Ist aber trotzdem irgendwie intern. Und dann bieten wir an, dass wir das ausgleichen und in Raten von dem Gastronomen zurückholen. Um zu signalisieren, dass niemand extern ist. Alles gehört mit allem zusammen. Ist das schon passiert? Ja. Öfter? Dreimal. Und wir haben mit einer Ausnahme, der immer noch freiwillig Raten zahlt, haben wir alles zurückgekriegt. Und mit dieser Ausnahme, da ist jemand gemeint, der ging dann insolvent, der konnte einfach nicht. Das ist ja nicht immer, dass jemand böswillig nicht zahlt, manchmal kann man auch einfach nicht. Und die Insolvenz ist jetzt 3 oder 4 Jahre her. Und der hat jetzt ohne einen einzigen Hinweis von uns angefangen, freiwillig wieder Raten zu zahlen. Also die Menschheit ist nicht böse, die ist gut, man muss das nur den Raum lassen, so, ne? Okay, wenn man das nach Regionen aufschlüsselt, Österreich, Schweiz, deutsche Postleitzahlengebiete, die 4 ist hier mit drin, also nicht wundern. Da gab es Diskussionen, weil es hieß, die 2 stagniert, wir müssen in der 2 was tun. Und ich habe diskutiert und gesagt, das müssen wir gar nicht, weil die 2 schon der größte Bereich ist. Und wenn wir in der 2 ein Problem haben, ist es entsprechend groß für uns, also haben wir dann viel zu tun. Und deswegen ist es schlau, nichts zu machen in der 2 und zu warten, bis die anderen Gebiete nachgezogen haben, damit wir gleich große Standbeine haben. Habt ihr gemerkt, dass ich ein stockkonservativer Unternehmer bin? Trotz diesem neumodischen Ansatz. Ne? Ich will langsam machen, Risiken vermeiden, nicht abhängig werden, zu große Kunden vermeiden, zu schnelles Wachstum vermeiden, mich für die Leute verantwortlich zeigen, auch für egal wie formal intern, extern, eigentlich urkonservative Praktiken, könnte man sagen. Und das geht so weit, dass wir zu große Kunden ablehnen. Wer kennt das Fusion Festival? Das letzte große Festival, die noch selber ihre Getränke kaufen. Alle anderen lassen sich sponsoren. Den seht ihr auch dann Becks und so auf den alternativen Festivals, weil die alle die Hand aufmachen leider. Die sind da anders, die kaufen nach wie vor Premium-Cola und die wollten dieses Jahr und letztes Jahr auch schon nicht nur einen LKW mit Cola, sondern 10 LKWs voll Bier. 400.000 Flaschen Bier, das ist nochmal unsere Jahresmenge, ist eine tolle Chance für die Verbreitung, auch für die wirtschaftliche Seite und so weiter. Und das sind wirklich die Guten, also die sind so toll als Kunden, muss man echt sagen. Und was ist, wenn es trotzdem schief geht? Wenn das auf dem Festival brennt und die müssen da räumen. Oder die Polizei macht auf dem Gelände eine Drogenrazzia. Das wäre sehr schlau, das zu tun. Oder irgendwas passiert. Die müssen gar nicht schuld sein. Und dann können die das Bier nicht bezahlen. Oder es wird vielleicht gar nicht verkauft. Und wir werden das nicht los in der kurzen Zeit. Dann sind wir pleite, weil wir zu gierig waren. Also haben wir das auch diskutiert. Haben gesagt, bitte, das ist uns zu krass. Lass uns einen LKW machen. Das haben die auch akzeptiert. Und die haben es nicht nur akzeptiert, vorher hat es 4 Jahre gedauert, bis ich die Telefonnummer des Getränkeverantwortlichen der Fusion haben durfte, weil er natürlich viele Anrufe kriegt, könnt ihr euch vorstellen. Ich soll ihn immer noch nicht anrufen, aber ich darf die Nummer haben. Und dieses Jahr haben die mir die Getränkelogistik für ihre Sachen in die Hände gelegt. Also nicht nur unseren einen LKW, sondern 14 LKWs insgesamt sollte ich organisieren, weil denen das gefallen hat, wie wir das machen. Was meint ihr, wie wir da jetzt eine Vertrauensverhältnis aufgebaut haben? Weil wir gezeigt haben, dass wir nicht gleich gierig werden, sondern erstmal nochmal nachdenken. So. Und wenn das, ich glaube, wir werden die auf Jahre als Kunden haben, wir können Blödsinn machen. So. Die wirklichen Gefahren kommen auch von woanders. Das gab es letztes Jahr. Und wir machen ja viele Dinge doch anders als normal, deswegen war ich da durchaus in Panik, weil so ein Finanzamt ist sehr mächtig. Die können den Laden von heute auf morgen schließen. Absolut, wenn die der Meinung sind, das läuft hier zu, Gewerbeverbot. Und es ist sogar in Deutschland nicht legal, ein Unternehmen nicht mit einer Gewinnerzielungsabsicht zu betreiben. Das ist verboten.
Man kann natürlich argumentieren, dass mein Lebensunterhalt den Gewinn darstellt, aber da ist keine Maximierungsabsicht dabei. Also das war schon durchaus kritisch. Und das war auch das Einzige, wo ich dem Prüfer nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Natürlich will ich Gewinne, selbstverständlich will ich Gewinne machen. Und dann haben die 3 Jahre rückwirkend geprüft. Und dann habe ich erfahren vor der Prüfung, dass die sogar eine Quote haben von 3%. Also nach Branche, Unternehmensgröße müssen die bestimmte Quoten finden. Könnt ihr euch vorstellen, wie da mein Hals geschwollen ist? Und ich wollte beim Termin unbedingt dabei sein und dem Prüfer sagen, was das für ein Scheiß ist. Weil dann muss ich ja 3% Schwarzgeld machen, um mich auf diese 3% bei der Prüfung vorzubereiten. Dann kriege ich Kopfschmerzen. Und die Steuerberaterin hat zum Glück das Richtige getan. Sie hat gesagt, bleib du mal zu Hause, ich mache das mit dem. Und dann haben wir das überstanden mit null. Keine Beanstandung, nichts. Nicht eine einzige Beanstandung. Und das ist aus mehreren Gründen bedenklich, glaube ich. Erstens ist das der Beleg dafür, dass wir da irgendwie sehr konservativ gearbeitet haben. Ne? Wir haben also die ganzen Tricks nicht gemacht, mit Palette irgendwie umgefallen, schwarz verkauft, private Essensrechnung ins Gewerbe getan und ganz viele Möglichkeiten gibt es da, um zu schummeln. Ne? Das haben wir schon mal alles nicht gemacht. Dann haben wir eine sehr, sehr gute Buchhalterin, die hat den Laden offensichtlich so im Griff, dass der Prüfer nichts finden konnte, obwohl er musste. Und dann ist das spätestens, glaube ich, sowas wie ein Proof of Concept. Wir machen das seit über 12 Jahren. Wir machen eigentlich alles falsch aus BWL-Sicht. Und trotzdem haben wir nicht einen einzigen Rechtsstreit gehabt, haben noch nie eine Abmahnung kassiert und haben sogar von der finanziellen Seite her keine Beanstandung, nichts. Das heißt, wir haben uns in dem vorhandenen Rahmen des Kapitalismus sauber bewegt. Mit allem, was wir eigentlich falsch machen. Und der Rahmen ist so wie die Wohnung, ne? Der ist erstmal da, den musst du erstmal hinnehmen. Ich würde den auch gerne reformieren, aber ich habe auch keine Ahnung, was wirklich besser wäre. Aber auf jeden Fall so, der Rahmen ist erstmal da und man kann den jetzt auslegen. Man kann in dem Rahmen Zalando machen. Aktien finanziert, maximaler Werbedruck, die Versandleute werden geprügelt und so weiter. Ne? Das kann man machen. Man kann irgendwo in der Mitte das auslegen, mit einem netten Chef und ausreichend Gehalt und so. Ich hoffe, ihr arbeitet irgendwie alle hier. So, ne? Man kann es aber auch ganz auf die Spitze treiben. Und dann noch weiter und noch weiter und noch weiter verbiegen und das Ganze wirklich, ja, den Rahmen vergrößern sozusagen. Und das war sozusagen für uns, glaube ich zumindest, so ein bisschen so ein Ritterschlag. Also nach dem 10-Jährigen, wo klar war, das ist jetzt kein Hobbyprojekt mehr, das ist ein Unternehmen, was existiert, was schuldenfrei ist, was wächst, obwohl wir keine Werbung machen. Und wir haben auch noch bewiesen, dass wir uns im vorhandenen Rahmen bewegen können und trotzdem alles falsch machen. Und das könnte man sagen, ist einerseits eine Chance im Kapitalismus, eine gute Seite des Systems. Da hat man sehr weitreichende Freiheiten, das weiß nur fast keiner. Und es ist auch an euch sozusagen der Wunsch, von mir zumindest, auch den Rahmen so ein bisschen zu verbiegen, weil das nämlich geht. Da hat man sehr, sehr weitreichende Möglichkeiten. Und das ganze Projekt ist immer noch aufgehängt an diesem kleinen Begriff der Gleichwertigkeit. Und das heißt, dass wir uns anders Gedanken machen müssen über den Rahmen. Das ist mein letztes Thema für diesen Vortrag. Das hat mir ein Kollektivist aus München aufgemalt. Und zwar so, wie die jetzige BWL funktioniert. Also hier, oder VWL sogar, hier sind Investoren und Kreditgeber, die haben das Geld, da wird top-down bestimmt, deswegen ist es so ein Dreieck. Und die leihen in der Regel das Geld der Handel, Industrie und Dienstleistung. Die können also fast nie das aus eigener Kraft machen. Und die wollen natürlich das Geld zurückhaben und einen Profit obendrauf. Und dadurch entsteht hier Druck, weil die jetzt was machen müssen. Die müssen jetzt also handeln, Industrien und Dienstleisten, und zwar nicht nur für sich selber, sondern auch mit dem Profit hier verdienen. Also machen die und verkaufen das mit Werbedruck an Konsumenten, und die sind in der Regel nicht organisiert, deswegen ist es hier so eine Wolke, und die kaufen dann die Produkte, ob sie wollen oder nicht, fast schon, also so, und zahlen dann die Kosten, die hier anfallen, kleine Gewinnanteile hier auch sicherlich, aber auch ein Gewinn, der hier abfließt. Also eine Umverteilungsmaschine von Leuten, die arbeiten, zu Leuten, die nicht arbeiten, ne? Das könnte man so sagen. Und die hier sind ja nicht nur so, dass die jetzt nicht arbeiten, sondern nur schon Geld haben, und klar, einen Risikoanteil könnte man diskutieren, aber da wird Fett auch verdient. Ne? Also das ist ja sogar so, dass die euch teilweise Geld leihen, was sie gar nicht haben. Bei Banken zum Beispiel. Ne? Eigenkapitalquote von Banken 3-5% in Deutschland. Die verleihen aber 100 und kassieren Zinsen für 100. Was ist denn das für eine Verarsche? Gefällt mir also nicht. Will ich nicht hinnehmen. Also haben wir als ersten Schritt schon mal gemacht, was Premium bisher gemacht hat, nämlich Kunden organisiert, auf die zugegangen, das als Einheit betrachtet, gemeinsam die Entscheidungen getroffen, die Dinge verbessert, eigene Standards eingeführt, Werbung gestrichen, weil unnötig, und das hier als Kollektiv sozusagen gemacht.
und bei uns auch Zinsen eliminiert. Wir haben keine. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn wir Logistik beauftragen, dann ist der LKW, der das fährt, kreditfinanziert. Wenn wir Produktion beauftragen, ist die Maschine kreditfinanziert in der Regel. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen immer noch, wenn wir hier die Produkte kaufen, die Kosten tragen, die hier anfallen und den Gewinn, der hier abfließt. Das muss aufhören. Also gibt es jetzt ein neues wissenschaftliches Projekt. Das hat vorletzte Woche angefangen mit 3 Studierenden aus Lüneburg. Die machen ihre Masterarbeit damit. Die sollen rausfinden, erstmal wie viel Zinsbelastung überhaupt hier kumuliert von allen unseren Vorlieferanten. Wie viel ist das überhaupt hier, dieser Gewinnanteil, den die haben wollen? Educated Guess ist sowas wie 2,5 Cent pro Flasche über alle Wertschöpfungskettenglieder hinweg. Das ist also ganz schön viel. Ne? 50 Cent pro Kiste. 2,5 mal 24, 70 Cent pro Kiste. Und dann wollen wir mit diesen Partnern hier und den Endkunden ein Crowd-Investing machen. Ich bin nicht ganz trendhaft in den Begriffen, da kennt sich Tobi besser aus. Wir wollen also, dass die Konsumenten Geld einlegen in eine wie auch immer geartete Rechtsform, virtuelle Genossenschaft oder irgendwas, keine Ahnung. Und mit diesem Geld, was natürlich zinsfrei sein soll, wollen wir den Finanzbedarf dieser Beteiligten hier zinsfrei decken, damit die auf das Kapital verzichten können. Und wir wollen natürlich trotzdem die Mitbestimmung gewährleisten, dass wir also gemeinsam entscheiden, wer das hier kriegt. Und das sind zwei wesentliche Unterschiede, die normalerweise bei Crowdfunding, Lending und Investing nicht vorkommen, dass du zinsfrei das hast und eine Mitbestimmung hast, wo das Geld eigentlich hinkommt. Normalerweise darfst du schön mit ins Risiko gehen, darfst aber nicht mitreden. Und das ist aus meiner Sicht häufig eine Mogelpackung. Das wollen wir hier besser machen. Das heißt, es hinkriegen, dass wir das blöde Kapital hier loswerden. Und wenn das gelingt über die Zeit, das wird sicherlich ein paar Jahre dauern, bis wir das ans Laufen kriegen, dann haben wir hier sehr viel grundsätzlichen Druck aus dem System genommen. Es gibt noch andere Druckfaktoren, aber das ist mit Sicherheit einer, dass dauernd hier diese Zinsen verdient werden müssen. Und wir haben das nicht nur geschafft, dann, wenn es klappt, wir werden es auch hinkriegen, dass wir diese 2,5 Cent irgendwann einsparen. Ne? Das heißt, wir werden in der Lage sein, günstiger anzubieten als die etablierten Player. Und das sind wir ohnehin ja schon, weil wir uns, also nicht ganz sozusagen, weil wir freiwillig bei einigen Ecken mehr zahlen, aber wir sind jetzt schon auf Augenhöhe, weil wir auf eine S-Klasse für mich verzichten und für Shareholder-Anteile, die wir selber nicht haben und Werbung und so weiter und so weiter. Also wir sind jetzt schon auf Augenhöhe. Und wenn uns das noch gelingt, dass wir die Zinsen eliminieren, dann können wir die unterbieten. Und dann wird es richtig witzig. Da freue ich mich total drauf, wenn das gelingt. Das wird sicherlich dauern. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt geht, wie das geht und so weiter. Keine Ahnung. Aber das ist das nächste Projekt. Das müssen wir anpacken. Okay, und das Ganze ist immer noch eigentlich nur ein Getränkehersteller. Ganz schön irre, was man damit alles so machen kann. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was ich euch mitgeben möchte, weswegen ich hier heute hingefahren bin. Wenn man jetzt nur meine Rolle anguckt, ich kann von dem Projekt leben. Das ist schon mal super. Ich habe mein... Er ist eine gute Partie. Ich habe meinen Lebensunterhalt nicht mit einem einzigen Arbeitgeber, von dem ich abhängig bin, der mich rumschubsen kann, sondern mit 1650 gewerblichen Partnern, einigen 10.000 Kunden. Das ist großartig stabil. Dann habe ich die Freiheit, hier in Flipflops hinzufahren und nicht zu überlegen, ob ich angemessen angezogen bin oder nicht, weil es nicht interessiert. Ich kann sagen, was ich denke, ich kann fahren, wohin ich will, ich kann weitgehend tun, was ich will, solange ich die Kollektivisten berücksichtige. Und das ist wesentlich freier als meinem letzten festen Job. Da hatte ich einen Geschäftsführer über mir noch an der Uni und der hat verlangt, dass ich Internetseiten mit Word mache. Und das war mein Vorgesetzter, also hatte ich das zu tun. Da wirst du krank. Okay. Dann habe ich die Erfüllung, dass ich meinen Lebensunterhalt damit mache, mich so gut wie möglich um diese ganzen Beteiligten zu kümmern. Ich könnte ja auch noch ausgefeiltere Werbestrategien für ein Shampoo machen und damit reich werden. Das geht nämlich, habe ich gestern wieder erfahren. Oder ich könnte, keine Ahnung, ein Buch schreiben. Ja, da gibt es diverse Gespräche. Ich habe bloß die Zeit dazu einfach nicht. Ja, dazu sage ich gleich noch was. Das ehrt mich, das Angebot, aber da gibt es eine Geschichte zu. Letzter Punkt. Ich darf euch hier was über meine Ideen von Wirtschaft erzählen und das Gesamtpaket ist unschlagbar. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Überlegung habt, irgendwas Eigenes zu gründen, macht es. Es gibt viele, viele Freiräume und Freiheiten. Man muss nur ein bisschen Geduld haben und stur sein. Man kann sich wirklich eine eigene Parallelwelt schaffen. Und man kann auch im vorhandenen Rahmen
viele Dinge zum Positiven verändern. Und das war das, was ich euch zeigen wollte. Danke fürs Zuhören. Bevor wir zur Diskussionsrunde kommen, die hoffentlich kommt, möchte ich ganz kurz noch drei Sachen sagen, die ich vorhin vergessen habe. Erstens, vielen Dank an Uwe Lübbermann, der einem blöden Tweet von Sarah und mir gefolgt ist. Ein Tweet und er war hier. Dass ich auch, wenn Harald heute, glaube ich, nicht hier ist, er ist auch jetzt nicht hier, Harald Hensler nochmal danken möchte, der uns immer seinen Beamer leiht für diese Veranstaltungen, was auch nicht selbstverständlich ist. Vielen Dank an dieser Stelle dafür und Susi für die Leinwand. Meinen Eltern für die Leinwand. nein, aus Frankfurt vom Pop'n'Pop kam gerade die ersten Anfragen. Den holen wir uns auch noch, wollte ich gerade noch sagen. Der nächste Tweet. Genau, und jetzt bitte diskutieren. Vielen Dank.